Heute bei Gitarrenkram aktuell Neuigkeiten von Dream Theater. Wir sprechen über den Fender Tone Master Pro. Es gibt das TC Electronic 2290 als Pedal und ganz viele andere lustige Sachen. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Aktuell? Ja, im November. Genau. Wir haben heute Halloween. Ja. Aber wir haben uns jetzt, ich habe mich nur ein bisschen verkleidet, ich habe eine Rufkappe auf. Ja, und du hast eine Puma-Kappe auf. Ja. Das ist unsere, also wir sind da nicht so mit Halloween, das ist nicht so unser Ding, ne? Nicht so ganz. Die Band schon, aber das Fest nicht. Ja, bei mir beides nicht so. Gut, wir haben heute, glaube ich, einen ganzen Haufen Zeug hier zu erzählen und vorzustellen und drüber zu reden. Von daher, eigentlich wie immer, legen wir direkt los, oder? Würde ich sagen. Also, wir haben erstmal Danksagungen. Zum einen die Cora May, die auf Facebook ganz gern mal kommentiert. Ja. Und auf meinen Aufruf hin, welchen Fonds, also welche Schriftart das ist, die oben immer in diesem Bild ist, ne, was, Thumbnail. In dem Thumbnail von uns, wo halt Folge, das ist jetzt die Folge, 97, 98? Sowas, wir sind kurz vor 100, also ja, das Jubiläum steht kurz bevor. Ich glaube, das muss nur eine ungerade Folge sein. Also aktuell ist immer ungerade. Dann also, ist die 97 wahrscheinlich. 98. Ja, genau. Irgendwie so, ist egal. Die hat uns gesagt, ich wollte es mir noch aufschreiben. Copperfield, glaube ich, heißt es. Also wir haben es jetzt wieder. Ich meine, Copperfield heißt die Schriftart und die hat mir ganz gut gefallen. Die benutzen wir jetzt auch wieder. Ja, vielen Dank dafür. Ja. Dann muss ich ganz doll Danke sagen, auch wenn er es vielleicht nicht hört, aber er hat gesagt, er hat schon mal reingehört. Der Steffen, das ist der Keyboarder von deiner Band, Anavo. Ja, genau. Der hat mein Helix repariert. Mein Helix war kaputt. Das war wirklich zum Glück jetzt nicht irgendwie Elektronik oder sowas, sondern dieses Fußpedal, ja, wo wir beide schon sagen, wir hätten gern Helix ohne Fußpedal. Unter anderem aus dem Grund, also das ist bei dem Helix LT, was ich habe, ist das eh so ein bisschen so eine Sollbruchstelle quasi. Und ich hatte ja schon mal eins eingeschickt, damals war das noch in der Garantiezeit. Das hatte quasi, denke ich, den gleichen Fehler. Und das hatte sich also jetzt quasi komplett vom Gehäuse gelöst. Und da gibt es auch schon ganz viele Anleitungen auf YouTube, aber so ein bisschen mit Metallarbeiten sollte man sich da vielleicht auskennen. Genau. Und der Steffen kennt sich hervorragend damit aus und er hat ein halbes Kunstwerk da rein genietet und geschweißt. Ja, also es fühlt sich auch jetzt toll an, es funktioniert wieder. Also vielen Dank nochmal und wird wahrscheinlich auch jetzt viel, viel länger halten als jedes originale Helix. Davon gehe ich jetzt auch mal aus, ja. So, und jetzt kommen die Hammer-News quasi. Für die, die sich für interessieren, die haben es wahrscheinlich schon gehört. Wann kam das raus? Letzte Woche, Freitag, Donnerstag? Irgendwie, ich glaube, Ende letzter Woche so. So, ja. Entweder, ja. Mike Portnoy ist wieder zurück bei Dream Theater an den Drums. Ja, also mich hat das völlig unvorbereitet getroffen. Also wir hatten vielleicht hier und da schon mal über Dream Theater gesprochen und eigentlich war es ja nur eine Frage der Zeit, zumal der Mike Portnoy und der John Petrucci sich ja vorletztes Jahr doch auch wieder deutlich angenähert haben. Hm. Mike Portnoy hatte ja auf John Petruccis Soloalbum getrommelt. Und ich weiß gar nicht, ob er auf dem Album getrommelt hat, aber er hat live getrommelt. Das auch, ich auf glaub, dem Album auch, meine ich. Hat er nicht Mangini sogar getrommelt? Nee, damals, als wir mit G3 Petrucci sehen, hat Mike Mangini getrommelt. Ach, okay. Naja, auf jeden Fall, das ist da freuen sich viele. Also, ich glaube, ich habe es damals schon in unserem Dream Theater Dreiteiler erzählt. Ich war damals einer der Ersten, die gesagt haben, als er gegangen ist, ja, das ist eine gute Sache, weil er halt so ein bisschen menschlich schwierig schien. Genau. Und auf jeden Fall, aber ich bin jetzt auch genauso gut einer der Ersten, der sagt, nee, das war ein Fehler. Also man erhofft sich, glaube ich, in der Dream Theater-Szene einiges zurück, weil, also nichts gegen Mike Mangini, ist ein super Kerl, was ich so beurteilen kann, und ist auch ein super Drummer, aber die Alben, die waren jetzt halt alle so ein bisschen 0815, ja. Genau, also das Drumming war top-notch, aber man vermisste so ein bisschen die Kreativität am Schlagzeug. Und genau, also da finde ich auch den Mike Portnoy, den hört man eher raus.
wie jetzt ein Mike Mangini. Ne? Ja. Der bringt da mehr so seine eigene Note rein. Und von daher bin ich sehr gespannt. Also und ich denke mir, er würde sich auch noch mal mehr ins Songwriting einbringen und würde sagen, hier, nee, so nett und hier, da. Also könnte ich mir vorstellen. Also er ist da ja eh immer dabei gewesen. Und was natürlich auch noch interessant sein könnte, also was ich jetzt interessant finde, nehmen die jetzt ein neues Album auf. Ja. Das ist jetzt, Mike Portnoy ist aktuell sogar noch auf Tour mit den Winery Dogs, also die haben noch ein paar Tage ein Tournee, dann geht's nach Hause. Das heißt, die haben jetzt noch nicht angefangen. Wahrscheinlich. Bin ja nicht dabei, weiß ja nicht so genau, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass da jetzt noch nichts lief. Wer weiß, wann das jetzt rauskommt. Und wenn sie dann auf Tour gehen, ist ja auch mal interessant. Erstens spielen sie dann Songs aus der Ära mit Mike Mangini. Trommelt das der Mike Portnoy, ja? Ja, und legt er seinen persönlichen Touch dann da dran oder spielt also er das dann eins zu eins? Ich würde jetzt mal sagen, die spielen davon nichts. Ganz ehrlich, gehe ich von da ist jetzt auch keine Nummer, finde ich, die so raussticht, wo ich mal sage, die müssten wir jetzt unbedingt spielen, oder? Genau, es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, hey, das ist so ein Fan-Favorite, ohne den geht's nicht mehr. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, was Mike Portnoy immer gemacht hatte, der hatte ja immer spezielle Setlisten gemacht und hat ja auch immer ein Buch geführt über die Setliste und hat dann gesehen, also hat versucht zum Beispiel, dass wenn jetzt zwei Konzerte innerhalb von, also wenn ein Konzert jetzt meinetwegen war in Frankfurt, ja, Offenbach haben sie auch oft gespielt, dass wenn sie wieder in Offenbach, Frankfurt dagegen sind, dass sie da komplett andere Lieder spielen. Ne? Ich mein, ja, also bis auf ein paar Konstanten, die natürlich im Set normal nicht fehlen dürfen. Ja, aber ich meine, also ja, vielleicht von dem Set, was sie gerade so spielen. Aber ich meine, selbst ein Pull Me Under oder stimmt, haben wir nicht bei jedem Konzert gesehen. Nee, das ist durchaus. Da gibt es keine Listenspiele, keine Lieder, die immer gespielt werden oder so. Ja. Das gibt es bei Dream Theater nicht. Nee. Hast du gesehen, bei Facebook war dann irgendwie ein Post so kurz danach so: Avenged Sevenfold kündigen neuen Schlagzeuger an, Mike Mangini. Okay. Aber der bringt jetzt ein Soloalbum raus, ne? Okay. Ja. Ja, keine Ahnung, was er jetzt macht. Ich weiß auch nicht, ob sich das so angebahnt hat und der Mike Mangini dann gesagt hat, ey, nee, super, komm, ich räume den Platz wieder. Oder ob der nur Angestellter war und der Vertrag. Also ich vermute, dass es so ähnlich war. Die haben sind sich immer wieder näher gekommen. Da gab es halt, also generell war ja damals, wie die auseinandergegangen sind, da gab es dann schon ein bisschen Streit. Man hat auch erfahren, dass da irgendwie dann, dass da was gerichtlich geregelt werden musste und sowas und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall, da war mal so ein bisschen, also so schien es nach außen zumindest so ein bisschen. Es gab da wohl schon ein bisschen Beef. Ja, oder zumindest war da mal ein bisschen Ruhe, ne? dass man da jetzt nicht so viel miteinander gesprochen hat. Und wie gesagt, in letzter Zeit sind die sich wieder näher gekommen. Es gab das LTE-Album, das dritte, ne? Stimmt, ja. Liquid Tension Experiment. Und es gab halt immer wieder Situationen, wo die mal wieder zusammengespielt haben. John Rudess hat auch mit Mike Portnoy mal auf hier so einer Kreuzfahrt da zusammengespielt und so weiter und so fort. Ne? Und ich denke mal, da ist man. Und dann irgendwann wurde es wahrscheinlich immer mehr und ich könnte mir das schon so vorstellen, dass man dann vielleicht mal irgendwie an den Mike Mangini angetreten ist und hat so vorsichtig angefragt hier. Also es gäbe da eventuell die Möglichkeit und ich könnte mir halt vorstellen, dass der Mike Mangini gesagt hat, das wünschen sich alle, ja, dass der Mike Portnoy wieder für Dream Theater spielt. Ich weiß, wie das, also ich kenne die Situation und ich räume hier meinen Platz und gebe mir halt nochmal 2-3 Millionen dazu und dann gehe ich in Rente, zumindest bei Dream Theater. Keine Ahnung, ob da jetzt Geld gibt, das war jetzt nur so ein Spaß eigentlich. Ja. Goldener Handschlag für Mike Mangini. Ja. Aber ja, ich denke mir, so oder so ähnlich ist das, glaube ich. Ja, weißt du was? Und jetzt habe ich auch wieder Bock auf ein Dream Theater-Konzert. Ich auch. Ich hatte jetzt wirklich keinen Bock mehr, aber jetzt bin ich natürlich. Also, sie können jetzt, glaube ich, gerade größere Hallen buchen bei der nächsten Tour. Ja, ich finde auch. Die können jetzt so noch mal auf eine Tour gehen, so unter dem Motto Dream Theater Classics und spielen nur Stücke von den ersten 5 Alben oder sowas. Das wäre natürlich. Sie könnten jetzt auch mal irgendwann hingehen und könnten dann nochmal dieses. Fortness, wie heißt es? Fortress? Shattered Fortress. Shattered Fortress auch nochmal original als Stream Theater spielen. Weißt du, diese Suite. Ja, stimmt, diese Suite. Ja. Naja gut, also da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann.
Aber es kommt erstmal ein neues Album und das wird dann wahrscheinlich auch live dementsprechend supported werden. Und die Jungs werden ja auch nicht jünger. Auch das nicht. Die sind ja inzwischen alle schon über 30. Naja, gut, ich denke mal, die gehen aber schon stark auf die 60 zu. Ja, so langsam. Auf jeden Fall, ja. Beziehungsweise, ich glaube, der Jordan Rudess, der ist ja auch schon, glaube ich, weit über 60. Der war ja viel älter als die, ne? Als der Rest. Könnte sein. Ja. Gut, das ist das. Dann haben wir jetzt noch zwei neue Alben, die demnächst rauskommen. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist das eine sogar schon raus. Habe ich jetzt einfach mal hier aufgenommen, weil ich das, also aufgenommen in die Liste, weil ich das zufällig entdeckt habe. Am 3. November, das ist für uns jetzt diesen Freitag, für euch war es jetzt letzter Freitag oder so, kommt Dire Straits Live-Album 78 bis 92 raus. Das gibt wohl auch irgendwie so eine Art 5-6-fach Album, CD, und also kommt auch eine Schallplatte raus, ne, dann mit, keine Ahnung, 10-12 Platten. Da sind dann die Live-Alben, die es schon gibt, also Alchemy und die Bring on the Night, die sind schon dabei. Auch ich glaube, bei Bring on the Night gab es ja nochmal als quasi Single, gab es nochmal so eine Erweiterung. Ne? Und das war von der letzten Tour, die Bring on the Night. Okay. Ne? Alchemy war vor der Love Over Gold? Nee, ja, zu der Tour, genau. Love Over Gold Tour vor der, die wir Brothers in Arms? Brothers in Arms, genau, das war davor. Die ist ja auch sehr toll, dieses Alchemy Live-Album. Aber es sind halt auch noch andere Live Sachen, die halt, ich sag mal, unveröffentlicht sind, zumindest so im offiziellen Kanon. Ich habe auch letztens gelesen, Simple Minds bringen jetzt irgendwie ein Live-Album raus, aber ein aktuelles wohl. Ja, 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 ja. Also die leben alle noch von damals. Ja gut, die Dire Straits gibt es natürlich so jetzt, am Stück nicht mehr, aber... Ich habe jetzt, wir hatten da letztens mal kurz drüber gesprochen, weil da auch nicht so ein Albumjubiläum war. Ich habe jetzt hier mal in so ein Live-Konzert von Mark Knopfler reingeguckt. So nebenbei beim Zocken habe ich das so laufen lassen. Ne? War ja so eine Publikumsaufnahme. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar von diesem Jahr war, auf jeden Fall relativ aktuell aus New York. Der hat ja fast nur Dire Straits Sachen gespielt. Das war früher auch anders. Also ich meine, vor 20 Jahren oder sowas oder knapp 30 Jahren, wie das dann mit Dire Straits vorbei war, da hat er mal 2-3 Lieder gespielt. Ne? Und jetzt, ich habe es noch nicht mal zu Ende geguckt, aber das war... da war echt viel da. David Gilmour-Konzert ist auch viel Pink Floyd. Ja, aber ich hatte es halt so nicht erwartet. Ne? Deswegen fand ich das eigentlich eine coole Sache. So, und dann gibt es jetzt auch einen Termin für das neue Peter Gabriel-Album, das I.O. Das kommt am 1. Dezember raus. Ja, da werden wir dann spätestens im Januar drüber sprechen müssen. Ja, die gut. Gut, die meisten Stücke sind ja, die schon, sind ja bekannt. Schon bekannt. Ja. Genau. Und dann hast du jetzt noch dazu geschrieben, weil ich es mir kaufen musste, jetzt sag ich mal, weil ich halt geupdatet habe. Reaper 7 ist draußen, also diese DAW-Software, ne, die wir auch hier immer benutzen, deswegen, beziehungsweise aktuell benutzen wir es gar nicht mehr hier für den Podcast. Für den Podcast jedenfalls nicht. Ich habe aber gerade gestern in der Probe auch aufgenommen mit Reaper, hatte ich auf meinem Linux-Rechner auch aktualisiert auf 7.02. Siehst du? Und da ich mit 5 eingestiegen bin, man hat immer 2 Versionen quasi, wenn man das kauft. Also 5 und 6. Und es kommen ja quasi wöchentlich Updates. Ne? Kann man sagen. Ne? Also kommen schon relativ oft so kleine. So. Ne? Und musste ich mir jetzt das... Also musste ich, hätte ja nicht updaten müssen. Ne? Habe ich mir jetzt das Reaper 7 gekauft. Man muss dazu sagen, dass jetzt dieser Versionssprung schon von 5 auf 6 damals und von 6 auf 7, das merkt man jetzt optisch überhaupt gar nicht. Ne? Das, man hat das Gefühl, das ist relativ beliebig. Ja, er macht es halt alle paar Jahre mal, um vielleicht an den Lizenzen mal wieder ein bisschen was zu verdienen. Ich bin mit Version 6 eingestiegen. Die habe ich mir, glaube ich, vor 3,5 Jahren gekauft, die Lizenz, und die gilt noch bis 7.99. Ja. Also, da werde ich noch eine Weile was von haben. Ja. Und ich schätze mal, die hat dann am Ende bestimmt locker 5 Jahre gehalten, die Lizenz. Ja. Und das kostet $60. Genau. Also, da kann man dem Entwickler was Gutes tun und kriegt auch gute Software dafür. Genau. Gut, damit sind wir mit den News durch. Und dann kommen wir jetzt, dann müssen wir hier wieder umschalten auf das Ding hier, ne? Mal gucken, ob wir richtig sind hier mit unserem. Ja. Friedman, also Gear News, ne? Sind wir jetzt. Ja, Equipment News, so, ja. Genau. Hat mir, glaube ich, letztes Mal schon angekündigt. Friedman IRX Preamp. IRX Preamp.
Das ist also ein von Friedman ein Preamp, auch ich sag mal zum relativ, also kommt jetzt erstmal so vom Preis her ganz okay rüber, 595 Euro, oder? Ja, also ich meine, sind es fast 600 Euro, das ist schon auch echtes Geld. Aber ja, das aber ist, ich meine, die Amps sind ja auch gut teuer von denen, oder? Denke genau, ich. Ja, für Friedman-Verhältnisse ist es ganz okay und das ist im Prinzip ein zweikanaliger Preamp. Man kann also mit drei Fußschaltern, man kann den Kanal 1 und den Kanal 2 schalten und man hat noch eine Boost-Funktion, die, glaube ich, je Kanal separat geregelt werden kann. Das heißt, man hat wie so ein 2 plus 2 Kanal-Amp quasi. Und man hat auch noch Röhre drin, also hier eine, so eine 2 sogar. 2. Ja, 12 AX7. Genau, oder ne? ECC 83, je nachdem, wie man fragt. Ach so, ja. Das ist dasselbe. Und das dann hat auch MIDI. Also auch einen richtig großen, fünfpoligen MIDI-Stecker. Ja. Und das hat einen IR-Loader drin, meine ich, ne? Ja, deswegen heißt es IRX. Ja, das macht Sinn. Ja. Und gucken wir uns gerade mal an. Also wir haben hier, hier haben wir so einen kleinen Mini-Schalter auch, um die Caps, keine Ahnung, durchzuladen. Ach ja, man kann pro Kanal scheinbar verschiedene IRs laden. Das ist ja auch schon mal... Wobei ich das im Helix auch nicht mehr mache. Ich habe ein Cap, das benutze ich für alles. Ja. Ich meine, wenn es beim Helix, seit es diese neue Speaker-Geschichte gibt, da habe ich die noch nicht benutzt, aber wahrscheinlich, wenn man die einmal gescheit einstellen würde, würde es die auch tun, hättest du wahrscheinlich noch Ressourcen gespart. Ja, brauchst du nicht unbedingt, Genau. So, also wir haben, das kann man hier aber schlecht lesen, haben wir noch eine andere Ansicht hier? Ja, das ist eins weiter rechts da. So, also, ach ja, genau, ich erinnere mich dunkel dran, dass wir den links mal ausgelassen haben, das kommt, also ist egal, wir haben den Boost links, ne, im Channel 1 jetzt, den Boost Drehregler, ne, Volume, Treble, Middle, Bass und Gain und können dann noch einen Bright Switch in drei Stufen durchschalten. Genau, und wie Henning sagte, die Knöpfe sind nicht richtig beschriftet, also in der Mitte ist, glaube ich, aus, rechts ist ein bisschen bright, links ist ganz doll bright. Ah, okay. Und wir haben das gleiche dann im Channel 2 auch nochmal, wobei der Bright dann da tight heißt, also das... Und auch nur zweistufig ist. Genau, also das ist dann logischerweise auch, das habe ich jetzt blöd gesagt, also das ist ein Tight-Schalter, der macht das halt alles ein bisschen, der nimmt da wahrscheinlich so ein bisschen den Bassbereich raus, um das ein bisschen teuter zu machen, ne? Ja, genau. Und dann... Und dann haben wir halt hier Channel 1, ein Channel 2 Schalter und ein Boost Schalter, können da aber auch scheinbar die IR, also das die Impulse Response bypassen, also ausschalten. Ja. Und wir können den Loop ausschalten, da kommen wir gleich jetzt nochmal zu. Hat wohl Effekt Loop. Und dann können wir hier noch irgendwas speichern auch. Genau, was insofern sinnvoll ist, weil wenn das Ding MIDI hat, dann hat es ja wahrscheinlich 128 Speicherplätze oder 127 mindestens mal. Da gucken wir uns mal die Rückseite an, also da haben wir einen Input, Send Return. Ja, aber Mono. Ja, na gut. Ja. Und ein Balanced Output. Ja. Und ein Groundlift-Schalter. Genau, der Balanced Output als Stereo-Klinke ausgeführt. Ja. Also wenn man dann XLR machen möchte, oder ist an der Seite XLR. Müssen wir gleich nochmal gucken. Wäre das der Ausgang? Headphones in Mini-Klinke, MIDI 5-polig, anscheinend nur MIDI-In. Und USB B, glaube ich, ne? Heißt der. Also den man so an Druckern dran hat. Ja, genau. Und am... Ja. Und, auch. Und dann kann man noch ein Netzteil, hat man Netzteilanschluss, 9 bis 12 Volt und 800 Ampere braucht man wohl. Milliampere. Ja, okay. 800 Ampere, das wäre brutal. Ja. Wollt doch hier nicht kleinlich sein, oder? So, Netzteil scheint auch dabei zu sein, auch mit verschiedenen Steckmöglichkeiten, je nach Land, wo ihr euch aufhaltet, könnt ihr euch da Strom holen. Genau. So, jetzt wollten wir noch mal an die Seite gucken, ne? Genau. Irgendwie. Also müssen wir mal hier durchschalten, ob wir mal eine schöne Ansicht. Also hier ist nichts. Aber nix, da ist nichts. Achso, da kann man den Boost einstellen. Für Channel 2 und den Gain für Channel 1. Das sind so Mini-Trim-Potties, die kennt man so wie beim Amp 1. Gibt es ja auch diese Mini-Trim-Potties an der Seite. Aber wir haben doch einen Boost und einen Gain auch schon oben drauf. Was macht der jetzt? Kannst du vielleicht noch mal feiner abstimmen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, also ich sehe auch... Ah, aber gut, hier gibt es Boost Volume. Ach so, das funktioniert irgendwie anders, glaube ich. Guckt euch mal das Video vom Henning an, wenn ihr da mehr Interesse dran habt. Ja. Irgendwas war da ein bisschen tricky dran. Aber gut, wir müssen jetzt nicht ewig darüber rumreden. Also ich muss, ich glaube, ich habe auch Hennings Video gesehen. Mich hat der jetzt nicht vom Hocker gerissen, soundmäßig nicht. Also da, wenn euch das interessiert, pff,
Testet den erstmal an, würde ich sagen. Ja, also ich sag mal 600 Euro. Für 400 Euro kriegst du ein Friedman-Modul für Synergy. Na gut, musst du natürlich noch irgendwo reinstecken, aber... Ja, also das da hatte ich tatsächlich ein bisschen... Aber das ist halt manchmal aber auch so, du guckst von dem einen das Video und bei dem anderen klingt es auf einmal ganz anders und für dich vielleicht besser oder so. Ne? Das muss jetzt nicht zwingend was heißen. Gut, und dann kommt jetzt, glaube ich, jetzt kommt der Fender Tonemaster Pro. Wenn ihr unsere Folge über den Guitar Summit gehört habt und auch gesehen habt, da haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, weil das über den Tonemaster Pro, also angesprochen mal, erwähnt war quasi. Just da kurzfristig angekündigt worden, ich glaube am 1. Oktober, glaube ich, ne, vor einem Monat. Kann sein, ja. Und das war natürlich schon ein großes Ding, weil auch jeder YouTuber... Genau, wir hatten gerade Gitarrenkram aktuell aufgenommen und dann so, wo kommt das auf einmal her? Hat ein Video drüber gemacht und hat es auch irgendwie geschickt bekommen. Also ich will nicht wissen, wie viel Units die wirklich an Influencer und Musiker verschickt haben. Ja. Das würde mich einfach mal interessieren. Das wäre mal interessant, aber also das werden wir wohl nie erfahren. So, jetzt mal für die Zuhörer, die das nicht sehen können, was ist denn der Fender Tonemaster Pro? Ach so, genau. Das ist ein Floor Modeler. Also einer, der Fußböden modelliert. Ja, quasi wie Helix oder Neuro DSP oder hier die XFX Fractal Teile oder Quad Cortex. Achso, ist Neuro das, DSP. Ja, genau. Oder das andere, was wir immer vergessen. Headrush, genau. Ja, ne, so die in die Sparte. In die Sparte. Auch was, geldmäßig, muss man sagen. Kostet 1900 Euro. Ja, hat, können wir auch schon mal direkt sagen, damit man da schon mal weiß, von welcher Größe wir da reden, hat 10 Fußschalter, aber kein Pedal irgendwie. Genau. Ne? Das ist also mehr so... So wie wir es gerne beim Helix hätten. Ja, und so ein bisschen wie beim Neural DSP. Aber ich habe mal, ich glaube, der, der Ola hatte das, glaube ich, mal zufällig nebeneinander gestellt. Und das Neural DSP ist schon einiges kleiner. Ne? Aber da kommen wir gleich noch zu. Der hat hier eine Menge... Die Maße stehen bestimmt da unten. Ja. Wie breit ist denn das? Also Breite 37,1. Also besonders riesig ist das nicht. Ne? Also Helix hat über 50 Zentimeter. Ja, klar. Das Helix ist halt schon noch sehr groß. Ja, hat natürlich auch ein Pedal. Ja. Und es hat Scribble Strips. Das heißt also, jeder dieser 10 Knöpfe hat ein kleines zweizeiliges Display oben drüber. Ja. Ich wollte ganz kurz noch vorher sagen, das hat halt ein eingebautes Netzteil auch. Also man geht da einfach mit einem Kaltgerätekabel hinten rein. Und das ist halt zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Neural DSP. Das hat ja ein extra Netzteil und das kostet dann natürlich auch, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Platz. Genau, kostet Platz und es kostet auch Gewicht. Genau. Gut, ja, genau. Also wir haben diese Scribble Strips, wir haben ein Farbdisplay. Ja, mit Touch. Mit Touch. Wobei, ich glaube, beim Andy zum Beispiel im Video war es so, er sagte, naja, das Touch so richtig super ist stimmt, es nicht. Genau, ja. Und es hat oben noch so 2 große Buttons, womit man auch einmal Master Volume, dann kann man hier die Presets noch durchschalten und man kann aber auch diese Fußbuttons quasi, wo du drauf trittst, die kannst du auch drehen und kannst damit dann Einstellungen machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade im End drin bist und dann kannst du damit, was weiß ich, Höhen, Mitten, Tiefen, Gain und sowas auch direkt einstellen. Das hatte das TC Electronics G-System, hatte das auch, das Quad Cortex hat das auch. Ja, genau. Aber das Helix zum Beispiel hat das nicht. Helix hat das nicht. Das hat, ich glaube, insgesamt waren das so um die 125. Also über 100 Amps, meine ich, stand da unten. Oder Amps und Effekte. Nee, ich glaube, und Effekte. Ich glaube, es war beides zusammen. Ja, genau. Ja? Also das war, was einige gesagt haben, so bei High-Gain-Amps zum Beispiel wäre die Auswahl vielleicht ein bisschen mager, wobei ich mir immer denke, also, wenn einer dabei ist, der dafür geil klingt. Das ist halt immer die Sache. Ne? Wenn da einer dabei ist, den du richtig gut findest, dann brauchst du nicht viel mehr Auswahl, finde ich jetzt. Ne? Wenn da jetzt nicht unbedingt der dabei ist, dann ist es dir natürlich zu wenig Auswahl. Das ist ja logisch. Logisch. Ne? Also zum Beispiel, den ich so gern spiele hier, den Archetype von
Nee, Archon heißt der in echt. Archon von Paul Smith, den haben sie zum Beispiel nicht drin. Haben aber diverse Fender-Amps logischerweise drin und EVH. Genau, ne? EVH gehört ja zu Fender. Das heißt also, die sind ohne Lizenz, können die halt einfach benutzen. Die dürfen dann auch wirklich so heißen wie die Originale. Genau, aber es sind dann halt auch Mesa-Boogies drin und auch ein Marshall und hin und her. Ja. Aber halt jetzt nicht so in, und Vox und so, aber nicht so in den riesigen Auswahlen. Ne? Genau, also man muss hauptsächlich sich aus Fender-Amps bedienen. Ich meine, Fender hat natürlich mit dem Supersonic auch schon so ein bisschen ein High-Gain-Amp, aber der, ich weiß gar nicht, ob der da drin ist als Supersonic. Die, irgendjemand ist da durch und hat irgendeinen Amp gesucht und hat den auch nicht gefunden. Also ein Fender-Amp, ne? War dann auch so, wieso ist der da nicht drin? Ja. Vielleicht kommt da mit der Zeit auch noch mehr. Also da, man kann das natürlich per USB auch dann updaten irgendwann. Ja, dementsprechend sind die Effekte auch, die haben viele Fender-Effekte da auch einfach drin, also so quasi Standard. Fender Tube Screamer. Ja, naja, gut, der heißt dann nicht Fender, aber du hast dann einfach einen Fender Delay oder einen Fender Chorus oder sowas, ja. Und der Tube Screamer, den sieht man hier ja auch, der ist dann halt schon irgendwie wie aus der Greenbox. Ne? Und der Flanger sieht jetzt auch eher nach dem nach dem Boss aus, ne, der Memory Delay ist halt Memory Man, aber hier das Reverb, das ist halt Fender mit Fender gekennzeichnet. Ja. Ne? Ja. Und also man kann natürlich hoffen, dass über die Software viele Updates und noch Sachen nachgeliefert werden. Ja. Irgendeiner sagte, das wäre halt beim Helix total cool. Das Helix kriegt immer noch regelmäßig Updates. Und also, der sagte dann schon, als das Helix rauskam, war es schon super. Und jetzt mit den ganzen Updates ist es umso besser immer noch. Ja. Also das ist halt eh immer so eine Sache. Solche Geräte, sieht man, hört man jetzt auch beim Quad Cortex zum Beispiel. Die haben ja jetzt, glaube ich, kürzlich die Version 2.0 irgendwie rausgebracht. Da tut sich auch immer noch viel. Ne? Und das Helix war jetzt von Anfang an auch gut, aber so Sachen wie Snapshots zum Beispiel kamen auch mit der Version 2.0. Das war damals, wie das LT rauskam, wie ich das dann gekauft habe auch. Das war für mich auf jeden Fall, sonst hätte ich das nicht gekauft. Ich habe damals erfahren, dass das gibt. Da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding, das brauche ich. Ja, und so Sachen. Und das hat es zum Beispiel auch nicht. Solche, ja, was bei Helix Snapshots heißt oder bei anderen. Heißt vielleicht Scenes, genau. Wo man halt jetzt sagt, man hat so ein Preset. Ja, und da haut man vielleicht mal ein, zwei Verstärker rein und zig Effekte und dann gibt's halt, hast du verschiedene, also im Helix wären es dann 8 verschiedene Snapshots, wo du halt sagen kannst, so in der Auswahl, die ich da jetzt drin habe in meinem Preset, kann ich halt verschiedene Schaltfunktionen oder Effekte, Amps und sowas an- und ausschalten. Genau, einfach. Und man kann auch Settings von Verstärkern von einem Snapshot zum anderen verändern. Genau. Was das Fender allerdings hat, der hat also einen automatischen Spillover, der lädt wohl schon automatisch, kann der irgendwie durch seine Power, ich glaube, der hat 4 oder 8 Kern, weiß jetzt gar nicht mehr, Prozessor, der kann wohl schon irgendwie 2 Presets laden, gleichzeitig, mehr oder weniger. Das heißt, da ist auch eine fette KI drin, die schon vorher weiß, was ich als nächstes für einen Song nehmen will. Ja, das wäre so ganz einfach. Aber du kannst dann halt Songs quasi programmieren und kannst dann irgendwie sagen, ich hätte gern das Preset und danach benutze ich das Preset und dann das Preset und kannst davon, glaube ich, auch, und du kannst aber auch in den Presets so verschiedene Stati, also die haben, du kannst zum Beispiel dann so einen Fußschalter. Also machst du dann auch meinetwegen so ein größeres Preset, ja, das ist ein bisschen ähnlich. Und du kannst dann sagen, gut, wenn ich jetzt auf den Schalter drücke, dann geht jetzt, was weiß ich, der Tube Screamer aus. Ja, also kannst du normal einfach an- ausschalten zum Beispiel. Du kannst aber auch 2 oder 3 Funktionen drauflegen. Du kannst dann sagen, gut, dann schalte ich von dem Clean Amp auf den anderen, auf den verzerrten Amp, ja, und mach den Tube Screamer aus und keine Ahnung, machst Delay dazu noch an, ja. Oder halt auch, das Delay bleibt an, war vorher schon an, bleibt immer noch an, aber der Mix wird dann auf 30% von 50% runter geregelt oder irgendwie sowas. Ja, du kannst da auch verschiedene Sachen machen. Ich weiß allerdings nicht, das hat mich mal nämlich interessiert, ob man diese verschiedenen Statis schon in diese Songliste dann rein oder in diesen Song reinladen kann, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt auf das Preset schalte dann in dem Song, dass er den so einen bestimmten Status da lädt. Ne? Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Das hätte mich aber interessiert. Das hat aber keiner irgendwie gezeigt. Genau. Und was man auch machen kann, man kann, glaube ich, sein Set zusammenstellen aus verschiedenen Sounds und hat dann aber immer wieder den gleichen Sound.
Also, dass man sagt, okay, ich habe jetzt in meinem Gig-View oder in meiner Setliste, Ja. da brauche ich in Lied 1, 2 und 4 brauche ich einen High-Gain-Sound. Ja, aber das ist ja das quasi, was ich gerade erklärt habe. Du hast halt das Preset von dem Sound und lädst das in dem Song. Und dann kannst du in dem anderen Song natürlich auch wieder diesen Sound reinladen, weißt du? Genau, was nämlich bedeutet, dass man diesen Sound an einer Stelle ändert, aber überall, wo er verwendet wird, ist er dann auch verändert. Und das kann man beim Helix zum Beispiel nicht machen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich mache mir im Helix ein Preset und mache Ja. da ein Friedman BE-Amp rein. Ja. So, und stell den ein, wie ich ihn haben will. Ja. So, jetzt kopiere ich das Preset, weil ich in einem anderen Song benutzen Ja. möchte. So, und jetzt merke ich so, oh, aber im Gesamtmix der Band hätte ich gerne mehr Bass. Dann drehe ich in dem Preset den Bass rein, aber in dem Ja. vorher, wo ich es her kopiert habe, Ja. da ist der Bass natürlich noch wie vorher. Und da ist es so, ich mache einen Sound und verwende den aber an mehreren Ja, Stellen. genau, aber das ist ja genau das, was ich gerade erklärt habe eigentlich. Du hast jetzt das andersrum nochmal erklärt. Und du hast dann aber noch eine Songliste, wo du dann halt auch zum Beispiel jetzt den Ablauf von deinem Konzert quasi dir, ne, dass du dann immer nur ein Preset oder einen Song weiterschalten Ja musst, gut, das ne? hat man im Helix ja auch. Ja, Ja. aber das gibt es da halt auch. Und da gibt es halt auch Online-Funktionen schon extra drin. Und es gibt aber auch einen Editor, wo du dann halt per, Bluetooth? ich glaube, das gibt es auch auf dem Handy per Bluetooth, aber auch per USB halt am Computer oder am Mac, also am PC oder Mac, wo du da halt auch deine Sounds fernsteuern kannst. Das ist ja, ich mache das ja immer, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, wenn ich jetzt einen Teil haben wollte. Gucken wir uns doch nochmal die Rückseite an. Genau, das ist nämlich ganz Ne? spannend. Es gibt nämlich Ja. vier Loops bei dem. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Ding so teuer ist. Der kann halt fast alles, so gefühlt. Also halt einmal ein Mikrofoneingang, aber dann, man kann halt auch ein normales Klinkenkabel da Genau, reinmachen, als ne? Combo-Buchse und Ja, dann und hat noch ein Instrument. extra Instrumentkabel, da kommen wir gleich nochmal zu. Dann hast du halt vier Effekte, die du einschleifen kannst, extra. Du hast Output Genau, als vier, also vier in Mono ja, zwei Stereo. oder zwei in Nee, Stereo. der hier oben ist nur Stereo, der hier unten nicht. Also hast ein Stereo und dann zwei Mono noch. Ah, okay. Ne? Wobei man den oberen Stereo auch als zwei Mono-Loops benutzen Genau, könnte. genau. So, und dann hast du Ausgang als XLR in Stereo oder als Klinke in Stereo mit Groundlift auch. Und nochmal ein Klinke als Stereo. Da, Output 2, direkt daneben. Ach, tatsächlich. Okay. Gut, da kann man dann auch ganz verrückte Sachen wahrscheinlich machen mit. Du kannst das Ding ja auch irgendwie an Amps anschließen oder was weiß ich Genau, der was. hat einen Ne? Amp-Control, also Ja. wahrscheinlich so ein Relay-Switch, wahrscheinlich mit Ja. Stereo, wo man an Ja. seinem Amp zumindest mal Kanal und Hall schalten kann. Ja. Dann hast du ein Aux-In. Gut, ja, Mini-Klinke, Mini, ja, wenn ja. dein Handy das noch hat. Ja. Ich weiß, ja gut, aber da kommen wir gleich noch hier zu. Dann ein Kopfhörerausgang, Expression, zwei Expression-Pedale, Toe-Switch. Das ist, glaube ich, für so ein, wie so ein Wah, wenn du so ein extra Wah-Switch quasi hast. Wenn du so ein Expression-Pedal hast und willst es als Wah benutzen, dann kannst du ja da auch nochmal drauf drücken. Ne? Dann den Amp-Controller hast du schon erwähnt. Dann MIDI-In und Out-Through, auch große 5-Pol-DIN-Stecker. Und dann hast du hier nämlich eine Micro-SD-Karte. Da kannst du dir jetzt zum Beispiel deine Lieder auch einfach auf die SD-Karte laden. Kannst du da reinstecken und kannst das dann irgendwie steuern und dazu spielen einfach, ne? Und hast einen USB-C-Anschluss. Juhu! Ja, ey, willkommen Und im 21. Jahrhundert. was wir halt gesagt haben, hier Kaltgeräte-Stecker. Und hier so einen richtig schönen Ist so eine altmodischen. Pilot Lamp Ja, quasi. ja. Genau. Übrigens, das Netzteil ist ein Schaltnetzteil, also es kann von 10 bis 240 Volt. Kann es alles. 100. Von 100 bis 240 Volt, ja. 10 Volt wäre busy wenig. Aber gut, mit 800 Ampere. Mit 800 Am mit dem 800 Ampere Netzteil wäre das kein Thema, ja. So, und dann gibt es Folgendes noch. Ich mache hier mal jetzt die Vorderseite. Jetzt, wenn man das jetzt so sieht, das Bild, hat man hier so einen ganz einfachen Mono-Signalweg. Und du kannst dann drin rumschalten. Das ist halt nicht ganz so flexibel wie im Helix zum Beispiel. Aber du kannst dann sagen, ich hätte gern zwischendrin irgendwas Stereo, ne? Dass du dann halt das, was ich tue, dann zwei Boxen oder zwei Amps oder einfach zwei Delays oder irgendwie sowas. Kannst du dann auch zwei Stereo machen. Ne? Dass du halt, also jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt in Mono
Tube-Streamer, ja, dann kommt, dann gehe ich auf Stereo von da aus und habe ein Amp oben und ein Amp unten. Mhm. Gehe wieder in Mono, habe da einen Chorus, gehe wieder in Stereo und habe da ein Delay und auf dem anderen einen Hall oder was weiß ich, oder ein anderes Delay, was, und geht dann wieder auf Mono zum Ausgang oder so. Ne? Und dann kann ich ja eh wieder im Stereo auch rausgehen damit. Ne? Ja. Zum Beispiel jetzt. Oder du gehst komplett Stereo und dann kannst du halt, deswegen haben wir den XLR-Eingang gehabt, dann könntest du zum Beispiel Mikrofon anschließen und könntest da auch singen. Du hast dann, kannst ans Amp zum Beispiel auch so ein, wie heißt es, so ein Studio. Hast du so ein Studio-Preamp-Mikrofon? Preamp, genau, benutzen und so weiter und so fort. Ne? Und dann kannst du da halt auch deinen Gesang irgendwie dementsprechend einschalten. Also auch mit EQ und Delay und Hall und sowas schon schön zurecht machen. Ne? Und auf der anderen Line quasi hast du dann deinen Gitarrenkram. Haha. Warum heißen wir wohl so? Ne? Ja. Ich glaube, wir haben lang genug drüber geredet, oder? Ja, also genau. An sich tolles Gerät. Ist halt nicht ganz günstig. Genau. Und im kurz danach hat ja Quad Cortex die Preise. Ja, genau. Also. Wir gucken gerade mal rein hier, was es bei Thomann kostet. Das Quad Cortex. Ich meine, die kosten, also sind jetzt deutlich drunter. Also ich glaube, in Amerika sind sie gleicher Preis, genau. Und in Deutschland ist es jetzt tatsächlich so, dass das Quad Cortex nur noch 17, also 1698 kostet, 1698 Euro gegenüber 1899. Also es sind ja, 200 Euro Unterschied. Ja. Was kostet ein Helix im Moment? Dann gucken wir da auch nochmal. Helix. Ach, was glaube ich denn hier? Naja. Ja. 1579, das große, was du hast. Ja. Und das LT, was ich habe, 1099. Okay, also gut, jetzt vom Helix zum Quad Cortex sind es dann jetzt nur noch 120 Euro. Hm. Da ist der Sprung jetzt gar nicht mehr so hoch. Hm. Aber eins ist klar, das ist alles schon ganz schön viel Kohle. Ja, was der Fender übrigens nicht kann, ist jetzt hier so campern, also so Profiles machen. Profiles machen, genau. Genau. Das kann ja Quad Cortex, kann das ja. Und jetzt hier das Headrush kann das ja auch, so die neuere Version da, Prime und so. Aber das kann der nicht. Gut. Da soll es gewesen sein. Ja. Da werden wahrscheinlich immer mal wieder in den nächsten Monaten vielleicht drüber sprechen, wenn es mal wieder ein Software-Update gibt oder so. Ja, wenn wir es mitkriegen. So, dann, das sieht ja schon geil aus, ne? Von Keeley, der Noble Streamer. Ja? Ja, genau. Was ist das? Also im Prinzip ein Verzerrer, ein Overdrive. Ja. Und das ist jetzt so ein Hybrid aus einem Tube Screamer, wie der Name schon sagt, und dem Nobles ODR1 oder ODR1, wenn man es so aussprechen möchte. Und zwar sind die von der Gain-Struktur eigentlich relativ ähnlich, also von der Menge an Gain, die die beiden machen können, aber soundmäßig sind sie sehr unterschiedlich. Das liegt an zwei Dingen. Einmal der Tone-Stack ist unterschiedlich bei dem ODR1 verglichen mit dem Tube Screamer. Und die Drive-Struktur ist ein bisschen anders, oder Textur, oder wie man es nennen darf. Und der Herr Keeley hat jetzt quasi beide in ein Gehäuse gepflanzt und man kann die jetzt beliebig kombinieren. Das heißt, man kann bei dem Tonregler, also das ist ein ganz normaler Overdrive, Tone, Drive und Level, aber unter dem Tone und unter dem Drive ist jeweils ein Mini-Switch, wo man den Tone-Stack umschalten kann zwischen dem ODR und dem Tube Screamer. Und bei dem Drive kann man das auch tun. Das heißt also, man kann sagen, ich möchte jetzt den Tone-Stack von dem ODR1 haben, aber die Drive-Geschichte von dem Tube Screamer. Ja. Und dann kann man die quasi über Kreuz schalten oder andersrum. Oder man kann beides oben oder beides unten halt. Mhm. Klassisch halt, ne? Kostet 238 Euro, ist in Schwarz. Hat logischerweise einen Fußschalter mit einer Leuchtidioten daneben, links daneben. Ist auch ungewöhnlich, ne? Ja, in grün natürlich. Ja. Und die Potis sind grün. Die Potis sind grün, so grün, gebürstet. Aus Metall, ja. Ja, so gebürstetes Metall. Und dann ist da noch so dieses Logo. Was ist das? Da muss ich hier wieder drauf. So ein N. Das ist eigentlich ein N nur, ne? Noble Screamer. Und das sieht schon irgendwie sehr schick aus. Ne? Das, ja. Aber, also, gut, hat halt noch einen Ein- und Ausgang wahrscheinlich, logischerweise. Ach, das sieht man gar nicht von hinten. Ja, Buchse an der Stirnseite, steht irgendwie viel Stromsbrauch. Also üblicherweise brauchen Verzerrer ja nicht viel. Ja. 26 Milliampere. Ja.
Maximal 55 im True-Bypass-Modus. Achso, man kann intern wahrscheinlich noch umschalten. Genau, zwischen True-Bypass und Buffered-Bypass. Das 4-in-1-Pedal. Was halt, klar, gibt es halt nicht, also schon gar nicht für den Preis, aber was halt cool wäre, wenn man irgendwie beides hätte. Also gut, da kann man, das ist wahrscheinlich günstiger, wenn ich mir einen Tube-Screamer kaufe und die Aron, bist du in Summe günstiger. Ja, genau. Ja, weil das wären schon, das wären jetzt schon zwei Pedale, die mich grundsätzlich interessieren würden. Ne? Ja. Genau. Ja, ich glaube, das Spannende ist halt, dass man halt diese Zwitter oder diese Crossover-Geschichten im Prinzip machen kann. Ich meine, wenn du es dir kaufst und benutzt immer nur die Tube-Screamer-Seite auf beiden Seiten, dann wären Tube-Screamer wahrscheinlich die bessere Version. Kannst du notfalls, kannst du mal hingehen und kannst mal was umschalten oder so zwischen zwei Liedern. Ja, also ich, wahrscheinlich, wenn ich dieses Gerät hätte, 4 Settings gibt es zur Auswahl, ich würde alle durchprobieren. Eins würde mir wahrscheinlich am besten gefallen. Genau. Das stelle ich ein und benutze es bis in alle Ewigkeit. Ja. So, da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Das Riptide. Ach, das ist Dual cool. Voice Drive und Univibe. Okay, was kann, hast du da was? Sieht schick aus, so. In Türkis Metallic. Ja. Genau, hat verschiedene Presets und das ist ein Kombipedal. Man einerseits oft, also es hat 6 Potis. In der oberen Reihe hast du die Modulationsseite, sagen wir mal, mit Vibe, Speed, Intensity. Und unten hast du eine Reihe Drive Tone Level, da hast du einen Verzerrer. Mhm. Das heißt, du hast dann beides zusammen und dann oben rechts in der Ecke hast du so einen Mini-Switch, wo du die Reihenfolge, wenn du dann sagst, okay, erst die Modulation oder erst die Zerrung, das ist so Geschmackssache. Früher fand ich immer, naja, erst kommt die Zerrer, dann kommt die Modulation, dann kommt das Delay. Ja. Aber ich bin irgendwie inzwischen bei Modulation vor dem Drive. Das wurde auch früher immer so in der Gitarre und Bass oder so, wurde das auch immer so gesagt, ne, so macht man das. Aber mittlerweile ist man da mit den Modulationen wirklich ist das schon sehr in, das auch wieder vor den Amp zu machen. Irgendwie, genau, ne? Ist halt Geschmackssache. Ja, und 379 Euro kostet das Ding, ist also nicht ganz billig. Nicht ganz günstig. Wenn natürlich der Zerrer und das Vibe beides richtig cool klingt und man kann es auch einzeln schalten, ist natürlich ganz cool. Man kann aber auch Presets laden. Ja. Da gibt es extra einen Eventide Device Manager, EDM. Okay. So, deswegen wäre es jetzt mal spannend. Anscheinend gibt es eine MIDI-Schnittstelle via Mini-USB. Wie auch immer das genau funktioniert. Ich wollte ja gerade auf die Rückseite mal gehen. Ja. Ja, gut, du hast es ja schon gesagt, ne? Ja. Mini-USB. Haben die tatsächlich da ein Mini-USB-Ding reingebaut? Ja, leck mich am Arsch. Müssten sie eigentlich gleich 200 Euro vom Preis abziehen. Ja, und was ich jetzt komisch finde, da steht jetzt 9 Volt DC und dann steht da 4,5 Watt. Ich bin jetzt nicht so gut in Elektrotechnik, aber hätten wir nicht lieber die Ampere gewollt? Da steht 200 Milliampere. Okay, also du hast einen Eingang, du hast 2 Ausgänge und du kannst ein Expression-Pedal anschließen und kannst dann hier, hast du noch einen Schalter von Mono auf Stereo? Ja. Warum? Ja gut. Und dann kannst du, ach ja, okay, und dann kannst du noch von Guitar auf Line-Level umschalten. Das heißt, das ist vielleicht dann auch für Keyboard oder so interessant, ne? Oder? Ja, oder im Effektweg oder so vielleicht. Ja, ja. Und halt deinen 9-Volt-Anschluss und halt dieser USB- Quatsch, da Mini-USB. Also Mini-USB sind die großen, ne? Die ganz alten. Die ersten kleinen. Die größten von den kleinen. Ja, genau. Die ersten kleinen, die es damals gab, vor 15 Jahren so gefühlt. Ne? Genau. Dann kam der Micro-USB, dann kam USB-C. Ja, also das ist wirklich und schon. Von über Apple sprechen wir nicht. Ja. Gut, hast du es mal gehört? Nee, habe ich nicht. Es war ganz frisch, als ich es reingesetzt habe, dachte ich, okay, muss man mal drüber sprechen, weil sieht echt super cool aus und mal so ein Kombi-Gerät. Der Trend geht ja irgendwie dahin jetzt auch von den ganzen großen, nicht nur jetzt hier Eventide, sondern auch Strymon, die ja doch mehr die kleineren, ich will jetzt nicht One-Trick-Pony sagen, aber doch eigentlich will ich sagen. Ja gut, die haben halt erst die großen und dann rausgebracht, die sind halt auch gut gelaufen, damit haben sie sich einen guten Namen gemacht und man will natürlich immer was Neues rausbringen. Ne? Ja. Da bringt man jetzt halt auch erst die Doppel- und jetzt noch die einfachen Effekte mit raus. Gut, dann, das ist mir zufällig irgendwie über den Weg gelaufen bei YouTube. Von Nuex gibt es jetzt so ein, ich sag mal, ein bisschen größeres, ausführlicheres Wireless-Gerät. Also wo du deine Gitarre
Wireless anschließen kannst. Aber halt nicht, wie das halt heute oft so üblich ist, wo du halt so ein Teil direkt in deine Gitarre reinsteckst, sondern du hast es noch so ein bisschen mehr Oldschool. So ein Bodypack. Ja, genau, so ein Bodypack. Oder, das allerdings sehr, sehr klein ist. Ja, und hat halt auch schon den Akku drin. Und du kannst es direkt an dem Fuß, also das andere Teil ist dann halt so ein Fußpedal, ja, da kannst du es direkt daran auch aufladen. Ich weiß nicht, das sieht man. Hier siehst du diesen Rand quasi und hier die Aufnahmefläche, da kannst du es dann so drauflegen. Das sieht man hier auch irgendwo. Deswegen ist dann der Bodypack, hat nämlich, normal kennt man es eigentlich so, das ist so länglich, der Bodypack, ja. Und an der Stirnseite kommt das Kabel rein. Ja. Da nicht, da ist es länglich und es kommt irgendwie von der Seite rein. Quasi. Aber du kannst auch per USB einfach so aufladen. Ich habe mich aber tatsächlich gefragt, weil das ist jetzt, könnte ich jetzt mal in meiner Band tatsächlich fragen, weil da wird das G10, glaube ich, benutzt, ne, von Line 6. Da ist es ja auch so, dass du das quasi an dem Gerät auflädst. Ne? Du steckst das irgendwie rein. Und dann frage ich mich halt, wie man das macht. Also ich meine, gerade bei uns jetzt in der Band, das wird ja immer auf und abgebaut. Ne? Das ist ja, steht ja nirgendwo fest, wo du jetzt sagen kannst, gut, dann lasse ich es jetzt mal, dann müsste man es quasi daheim extra aufbauen und aufladen, damit man dann mal in der Probe oder beim Gig spielen kann. Ich finde das jetzt so ein bisschen, so ganz schlüssig finde ich es nicht, sagen wir es mal so. Aber gut, der Witz ist halt an der Sache, das ist halt wie gesagt, ich sag jetzt mal. Sieht aus wie ein Effektgerät. Ist so ein bisschen größer und ein bisschen besser. Also es ist nicht so ein ganz einfaches Pedal, ne? Und du hast, also das arbeitet im 2,4 Gigahertz WLAN-Netz, ne? Ganz normal. Der findet sich dann auch automatisch irgendwie, der Sender und der Empfänger. Und du kannst ja einmal, hast du einen Send- und Return-Links, ne? Das heißt, du kannst dann auch noch ein anderes Pedal einschleifen. Genau, ne? Entweder das oder du kannst den Output nehmen, weil ich glaube, da ist auch ein Output auf der rechten Seite und vielleicht zwischen zwei verschiedenen Amps umschalten. Nee, ich glaube, das ist als, das ist, glaube ich, tatsächlich als Send und Return und das ist der Output zum Amp. Und du aber der Send hat auch ein Output, da dran stehen. Okay, ja gut. Output schreckt durch Send. Okay. Und du kannst aber auch hinten per XLR, wenn du jetzt eine Akustikgitarre zum Beispiel verwendest oder so, dann das direkt zum Pult schicken. Genau, aber das haben wir zum Beispiel beim G70 ja auch, haben. Da kann man ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt von dem Sender reinkomme, dann will ich an Ausgang A gehen. Wenn ich ein Kabel reinstecke, will ich an Ausgang B gehen. Hat mir das gesagt. Also du hast auch einen Eingang, du kannst auch zusätzlich noch ein Kabel einstecken hier. Das ist hier oben auf der Seite. Und du kannst halt hier, das ist jetzt das Besondere, du kannst jetzt hier, da ist ein Fußschalter oben drauf. Also hast du einen Tuner auch drin, einen schicken mit Farbdisplay. Mhm. Ja. Und du kannst auch einen Booster aktivieren noch. Dann kannst du einstellen, auch wie viel Boost der hat dann im Menü und kannst dann das ist ein neutraler Booster einfach, kannst du da noch einschalten, jo. Okay, was kostet der Spaß? Das weiß ich nicht, das ist ja hier auch nicht die Thomann-Seite, das gibt's noch gar nicht. Scheinbar gibt's. Ich bin da zufällig über das Video, das wurde mir vorgeschlagen, habe ich gedacht, ach, guck's dir mal an und dann habe ich es halt hier auf unserer Liste gemacht. Gut. Ach, guck mal, hier wird das auch nochmal hier so ein paar Sachen angezeigt, was man hier machen kann. Ah ja, guck mal, man kann. Ah ja, gut, das ist. Das ist einmal mit Pedal eingeschleift und dann geht's. Pedal eingeschleift, das ist jetzt aber Quatsch, ne? Du hast hier die E-Gitarre dran, Pedal eingeschleift, gehst mit dem normalen Ausgang zum Verstärker und mit dem DI-Signal zum Mixer. Das wäre interessant, wenn du vielleicht im Studio oder so bist und willst reampen. Dann kannst du nochmal das normale Signal aufnehmen. Genau, fahren wir hoch. Oben ist Application 1. Achso, das ist einfach. Ja, gut. Ein Signal geht an Amp, das andere Ding. Dann hast du was ist der Unterschied jetzt zwischen den beiden? Das sieht irgendwie identisch aus. Ah, ja, cool. Aber hier wird dieser andere Ausgang, dieser M2-Ausgang benutzt. Ja. Der von dem Send. Interessant. Warum auch immer. Also hier wird das Kabel benutzt. Okay. Ah, okay. Ja. Ja. Okay, und dann hast du das einmal mit dem Dings im Effektweg. Das ist einfach nur unterschiedlich angeordnet, oder? Je nachdem, ob du mit Kabel oder mit Sender reingehst. Ja, ja, ja. Gut, gibt es noch ein Application 3? Nee, nee. Na nee. Gut. Gut, Routing-Möglichkeiten gibt es viele, ja. Wie auch bei dem nächsten Gerät. Genau, das war auch eine kleine Überraschung. Klein, passt da ganz gut. Das Line 6 HX1.
Und da hast du gleich gesagt, ach, das ist ja der Nachfolger von meinem M5. Wo wir noch gesagt haben, wollen wir da vielleicht mal demnächst, oder ich habe dich gefragt, wollen wir da vielleicht mal so eine Art Test oder das vorstellen, weil du ja davon so überzeugt bist. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es quasi auf Basis vom Helix gibt es ein Pedal, das halt eine Sache kann. Ne? Du kannst halt an- und ausschalten und hast da halt einen Effekt drauf oder ich glaube, und Amp geht auch nicht. Ich glaube, da ist alles Mögliche drin. Ne? Das ja, Amps glaube ich nicht. Okay. Und du kannst, glaube ich, wahrscheinlich auch einen Tuner machen. Aber was echt cool ist, das rechts kannst du als Tipptempo benutzen, wenn du irgendwelche Delays oder Modulationseffekte hast. Und dann gibt es noch die, eine Flux-Funktion. Ja, das habe ich noch nicht so. Achso, da kannst du so Holz machen oder sowas oder wie? Nee, du kannst zwischen zwei verschiedenen Settings des gleichen Effekts hin und her schalten und du kannst auch sagen, wie schnell das passieren soll. So, ganz klassische Anwendung, du hast einen Rotary-Speaker und hast eine langsame und eine schnelle Einstellung, dann hast du wie so einen Warp-Effekt hoch und runter, aber du kannst auch zwischen beiden, wenn du das als Verzerrer benutzt, vielleicht zwischen einem niedrigeren und einem mittleren Gain hin und her switchen oder zwei verschiedene Delays und das geht dann so fließend, so gemorpht quasi wird das. Ja. Also von der Größe halt wie so ein, ich sag mal, so ein normales Doppelpedal. Ja. Oder ja, was nicht normal ist, so diese, kennst du noch die von, ich hab's jetzt weggeräumt, glaube ich, von Harley Benton, die ich hatte da. Ja, so in der Art oder das grüne Blackstar-Pedal, was ich habe, so in die Größenordnung sollte das gehen. Und das hat ja aber jetzt dann nicht mehr die Helix-Software, also zum Editieren, sondern es gibt diese HX One Librarian App. Okay, ach so. USB-C übrigens. Okay, ja. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ob USB-C auch zum Stromversorgung dient, aber wahrscheinlich nicht in dem Fall. Nee. Denn bei dem G70, was wir haben, kannst du ja auch per USB die Stromversorgung machen. Ich mache das ja mal mit der Powerbank. Ja. Genau, ja. Gut, das ist, wo wir gerade hier hinten dran sind, also du hast... Stereo-Eingang, Stereo-Ausgang. Ne? Auf der Stirnseite, genau. Ja, hast du, wie gesagt, USB 10 und C, nicht 10. USB 10, das ist eine ganz neue Version. 500 mA möchte das Ding haben, das war beim M5 auch schon so. Und du hast hier an der Seite, kannst du dann rechts an der Seite, ist das rechts? Ja, das ist rechts. Kannst du ein Expression-Pedal machen, das ist, erinnert mich jetzt auch an meinen HX Stomp, das ist halt mit 3-4, das heißt, du kannst auch Stereo Pedal reingehen, ne? Hast du zwei Funktionen. Genau, die Expression und, hatte das M5 an der Stirnseite und auch links außen, wie beim M5, sind MIDI-Buchsen, 5-polig DIN. In und out oder through. Out through, das ist eine Steigerung gegenüber dem M5, das ging mir am M5 immer auf den Keks. Das M5 hatte MIDI in, MIDI out, aber kein MIDI through. Ja. Und das hat jetzt beides. Das heißt, man kann damit auch MIDI in Serie weiter zu dem nächsten Gerät. Also man hat hier noch, das können wir ja auch noch kurz, man hat hier 4 Drehregler, oben 3 an so einem so ein klein, ganz kleines Display, so ein längliches. Aber man kann an dem Display, wie beim Helix auch, mit den Pfeiltasten links, rechts, weitere Parameter scrollen. Gut, aber es gibt auch eine tatsächlich hat man noch, glaube ich, keinen Test oder sowas davon gesehen, ne? Nee, es steht auch 13 bis 17 Wochen lieferbar bei Thomann. Es kostet übrigens 319 Euro, falls wir das noch nicht gesagt hatten. Ja, das ist schon ein ganz schön strammer Preis. Also das ist ja so die Größenordnung schon von dem Plethora X3, so roundabout, bisschen weniger. Ja. Also das ist schon auch nicht so ganz günstig. Und wenn du das doppelt nimmst, kriegst du halt irgendwie... Kannst du schon einen HX-FX kaufen? Genau, HX-FX, genau heißt das. Und dann hast du halt... Stomp. Dann hast du noch die Amps auch. Ja, und dann hast du halt zig Effekte, die du gleichzeitig benutzen kannst. Ne? Aber ich denke, das sind halt die gleichen Effekte drin wie im Helix, also von der Qualität her und wahrscheinlich auch von der Anzahl irgendwie. Und kannst du nicht noch zusätzlich auch IRs laden vielleicht? Mhm. Nee, auch nicht. Okay. Ich glaube, den IR-Loader hat das nicht und auch keine Amps. Also es ist wirklich nur Effekte. Okay. Und natürlich das schon als Update zu dem M5. Das M5 die ganzen Effekte, die im M5 waren, sind ja im Helix auch drin, in diesem Legacy-Mode quasi. Genau, Und das hat jetzt natürlich die ganz neuen Effekte, auch die extra für das Helix entwickelt worden sind, hat das dann alle mit drin. In HD quasi. Sozusagen, Ja, sieht ganz schick aus. Preislich schon. Ja, also für 319 Euro werde ich es mir nicht kaufen. Nee. Da kommt nachher noch was anderes, was mir deutlich mehr Spaß machen würde, was nicht viel teurer ist. Aber gut. Okay.
Na gut. So, was haben wir jetzt? Universal Audio hat auch schon wieder ein neues Pedal rausgebracht. Haben wir jetzt, das ist jetzt auch so ein Ding, was fast jeden Monat was Neues kommt. Genau, irgendwie bringen die jeden Monat ein neues Verstärker in eine Box-Pedal. Ja, ja, nicht unbedingt Verstärker, aber also diesmal ist es ein Verstärker, aber das nicht jeden Monat kommt ein Verstärker. Manchmal auch Effekte oder, ja. Oder letztes Mal die Oxbox als Pedal. Ja, stimmt. Ne? Okay, das war natürlich auch cool. So, und jetzt haben wir also ein, also es heißt Lion 68. Super Lead Amp. Das ist ein Marshall. Ich hätte fast Finder gesagt. Das wäre ja böse gewesen. Das ist, glaube ich, so ein Plexi irgendwie, ne? Genau, also Plexi, ne? SLP, Super Lead Plexi. Ja. Super Lead kommt da auch im Namen vor. Also es ist wie bei den anderen Pedalen, hast du ja immer so drei Amps quasi schon eingebaut, ne? Du hast hier oder drei Sounds mehr, oder wenn du hast hier den ein Bass Model, ein Lead Model und ein Brown Mode. Das ist halt nach Eddie Van Halen, der da mit einem Very Yak und sowas, ne, also hat die Spannung verändert und so ein Kram. Ja. Genau. Du hast zwei Volume-Regler, weil du ja bei dem Plexi hast du ja diese vier Eingänge und kannst dann die miteinander mischen. Ne? Da hast du so einen dunkleren und so ein bisschen helleren Kanal. Genau, du hast einen Normalkanal und einen Bright-Kanal, glaube ich, oder Treble-Kanal heißt der. Und bei den vier Eingängen, du kannst dann die praktisch überbrücken mit einem Patchkabel. Es macht auch einen Unterschied, ob du unten links mit oben rechts brückst oder andersrum wohl irgendwie. Mhm. Für irgendeine Variante haben sie sich entschieden und man kann auch wie beim Plexi dann beide separat regeln. Hat dann damit quasi schon so eine erste Art von Tonformung. Und unten haben wir nochmal Bass, Middle, Treble. Und Output haben wir oben noch. Output haben wir auch noch. Und dann gibt es halt diese drei Zusatzfunktionen. Switcher, ja. Da hast du, wie gesagt, diese drei Modelle, die man durchschalten kann. Man kann, gut, mit dem mittleren kann man jetzt einfach, was macht man da eigentlich? Man kann irgendwie was speichern. Es gibt ein speicherbares Preset und man hat ein alternatives für die unteren drei Protis. Ja, genau, jetzt erkenne ich es. Und das ist nämlich das, was der Henning auch bei dem, ich glaube, bei dem Fender-Modell so cool machte, weil es da nämlich einen Room-Regler gibt, wo man so direkt so ein bisschen Hall, Umgebung, Ambience irgendwie. Genau, eher so ein räumliches, als dass es jetzt ein Hallgerät wäre, also mehr so eine räumliche Wahrnehmung, ne, kann man sagen. Ne? Dann hat man Presence, das ist ja auch so ein, in der Endstufe quasi Höhen. Ja. Und eine Boost-Funktion hat man noch. Ja, genau. Ja. Und dann hat man halt drei verschiedene Boxen. Ich glaube, dann, wenn man die Software irgendwie registriert oder das Gerät registriert, kriegt man nochmal drei geschenkt. Zusätzlich, dann hat man irgendwie, kann man sechs verschiedene Caps auswählen. Genau. Und es gibt noch eine Position, die man nicht sieht, ist Bypass. Ja. Das heißt, man kann das Cap auch ausschalten, wenn man seinen eigenen Man hängt halt die neue Oxbox da hinten dran. Genau, und ich glaube, man kann das vom Betriebsmodus auch irgendwie umstellen. Also so ist im Moment eine aus und dann kann man ein Preset laden, verglichen mit VisiVig quasi. Ja. Aber du kannst ja, deswegen hast du ja diese Software, da kannst du die Taster in verschiedene Betriebsmodi versetzen. Ja, ich glaube, man kann, weiß nicht, ob es einen gibt, wo man den Boost ein- und ausschalten kann genau, und so Geschichten. Ja, genau. Also die Rückseite ist dann aber auch wie bei den anderen Geräten, glaube ich, aber auch, du hast halt Stereo in und out, ne? Ja. Und hast USB-C, HEPI, 9-Volt-Anschluss. Und hast hier so eine Taste, um Bluetooth zu pairen. Ja. Und was da unten? Hier kannst du scheinbar. Nee. Das sind doch beides Tasten hier, oder? Täusche ich mich da? Ja, keine Ahnung. Oder das ist vielleicht nur so eine Leuchte. Das leuchtet dann so blau oder so, wenn der am Pairen ist. Ne? Das könnte auch sein, ja. Das ist eine Taste. Genau, und die Knöpfe sehen aus wie. Das sind schön Putty-Knöpfe, die aussehen wie bei Marshall. Ach ja, genau. Allerdings nicht mit einem Strich, sondern mit einem kleinen Kringel zum Ablesen obendrauf und den Strich am Rand natürlich noch zusätzlich. Und also klar, was ich gehört habe, klang das cool, aber gut, das ist ja Universal Audio, die machen da schon. Wenn sie das machen, machen sie es gut und sie lassen sich sie auch gut bezahlen. Kostet 439 Euro, ja. Das ist schon eine Ansage. Ja. Gut. Was haben wir hier? Greenbacks 25 Watt, Greenbacks 30 Watt, Celestion, Electro Voice, also verschiedene. JBL. Ja, ja. 4x12er, Marshall Box, das sind halt so die Dinger, die mit drin sind. Ja. Nicht schlecht. So, und jetzt kommt, glaube ich, das. Achso, da gab es das nämlich jetzt auch bei Thomann. Das hat es so nicht verlinkt.
Oder hast du das extra? Genau, nee, es gab es noch nicht. Ja, okay. Dann gibt es jetzt ganz frisch von TC Electronic das 2290P Dynamic Delay Pedal. Musste ich direkt an Boss denken. Die haben doch da dieses Roland nachgebaut. Ne? Und das ist jetzt quasi das gleiche in grün. Die haben halt aus den 80er Jahren ihr 2290, das war auch so ein Rack Delay im Studio, das haben die jetzt in Pedal reingebaut. Ne? Genau, es gab es ja zwischendurch als Software-Plugin mit einem entsprechenden Steuerungsteil und jetzt richtig als vollwertiges Bodenpedal. Und auch so richtig schön mit den 80er Jahren Taster, da zig Taster drauf, was jetzt 10 Stück oder mehr. Genau, 7 Segmentanzeigen oben und sowas, also sieht auch ganz kultig aus, finde ich. Und was ich jetzt heute Mittag erst in einem Video gesehen habe, das kann ja viel, viel mehr als nur ein Delay sein. Ja. Das hat ja auch Modulation da drin. Und dann kann man irgendwelche Reverse-Geschichten machen. Also ich habe jetzt ein Video gesehen von TC Electronic, da haben sie einen Chorus da reingemacht, dann haben sie ein Tremolo da reingemacht. Ja. Und alle möglichen Sachen. Das sind ja alles quasi so Time-Based. Time-Based Modulationseffekte auch. Ja. Und das gibt's ja, also haben die lange gehabt, das 2290 als Rec-Gerät. Und der Gebrauchtmarkt, also ich glaube, du gehst so Richtung 2000 Euro, wenn du so ein altes 2290 haben willst. Kannst du dich an meinen Höheneinheiten Rec-Delay erinnern? Ja, ja. Das war auch so ganz ähnlich mit den Knöpfen und dem Display und so ein Kram. Ja. War natürlich nicht so cool oder kultig, aber hat auch funktioniert. Ja. Und das haben sie natürlich dann mit allen technischen Raffinessen dann aufgepimpt, also bei dem normalen war es so, du hast dann für jeden Knopf irgendwie so ein Up- und Down-Button gehabt. Jetzt ist so, du wählst die Funktion aus und rechts ist so ein Endlos-Poti, an dem du das dann einstellen kannst. Aber du kannst jetzt hier auch, da ist jetzt ein A-Taster, ein B-Taster und irgendwie ein Learn-Taster. Also du kannst hier scheinbar, weil es ja auch Down und Up gibt, irgendwie verschiedene Presets durchschalten und Bänke oder sowas. Ja. Und Tap-Tempo kann der Learn-Taste auch. Aber du hast dann, hast du da auch zwei Delays drin? Oder wie bei dem Boss, da hast du ja zwei Delays drin, ne? Oder ist das einfach nur umschalten A auf B? Ich glaube, es gibt nur eins. Ja. Wir gucken hier gerade nochmal die Rückseite jetzt. Also du hast ein Input in Mono oder in Stereo. Ja, und Output auch in Mono, Stereo. Oder halt ein Return, Send Return. Ja, da steht jetzt FB-Loop, Feedback Loop, weiß nicht, was so gemeint ist. Also dann wird auf einmal der Input zum Return der zweite und der zweite Output wird zum Send. Expression Pedal, USB 10. 10, ach ja, richtig. USB-C und halt Netzteilanschluss und MIDI. Ja, und erstaunlicherweise braucht das Ding nur 250 Milliampere, also das kommt mir da doch relativ sparsam vor. Das habe ich hier auch in dem Video, glaube ich, gesehen. Was genau, ist das? Da ist so eine Schablone, die kannst du da drauflegen und dann kannst du es, glaube ich, für andere Funktionen oder sowas, hast du dann die Beschriftung für die Knöpfe oben nochmal für irgendwie eine alternative Geschichte oder um es besser lesen zu können oder sowas. Ach so, das ist hier... Nee, warte mal, da ist doch was drin. Du siehst doch das dann gar nicht mehr. Du kommst doch dann gar nicht mehr an die Knöpfe. Du weißt du, was das ist? Das ist ein Schutz, dass du da nicht an die Knöpfe dran kommst. Ach, genau, ja. Stimmt. Ja. Damit nicht aus Versehen... Ja, du kannst dann nur noch diesen Drehregler hier benutzen. Ja. Ja, so hast du so eine kleine Auflage. Ach so, klar, und die Presets, die kannst du natürlich auch an den Drehknopf machen. Ja. Ja, cool. Ich hab das Sweetwater-Video gesehen und da haben sie es als erstes auch am Keyboard benutzt, ne? Ja. Ja, nicht unüblich. Also das finde ich ganz cool und das kostet, also ist jetzt gelistet für 359, das sind jetzt 40 Euro mehr als von Line 6 das neue HX1. Ja. Aber ich glaube, das ist kultiger, macht, glaube ich, mehr Spaß, kannst du, glaube ich, dich mehr austoben mit. Also wenn du wirklich dann auf der Suche nach irgendwelchen Sounds bist. Also und tatsächlich, ich bin großer Delay-Fan, der Gonzi ja nicht so. Na doch schon, aber ich bin jetzt... Also Digital-Delay hätte mich tatsächlich nicht so reizen. Das hat mich auch bei dem Boss schon, habe ich mich schon gefragt, wer will das? Also da würde ich mir tatsächlich eher das Line 6-Gerät kaufen und würde mir da meinen geliebten, ich glaube Transistor-Delay heißt es da, den nehmen, den finde ich echt geil. Gut,
Dann sind wir auch schon durch. Schon ist gut. Ne? Mit dem Equipment, ja. Ja. So, dann müssen wir jetzt hier wieder umschalten auf Gelaber, heißt das, die Szene. Dass wir da nicht mehr hier den Screenshot sehen. Oder den Screen sehen. Und wir kommen jetzt zur neuen Musik. Wo habe ich es hin? Hier habe ich es hin. Und zwar, eigentlich hatten wir zwei, hatte ich angedeutet, zwei CDs, aber wir sprechen heute nur eine CD. Das ist hier diese hier. Von Stephen Wilson, The Harmony Codex. Das Cover erinnert mich total an das XY-Cover von Coldplay. Also dieses, wie nennt man das? Der hat das irgendwie auch bauen lassen. Das müssen wir jetzt mal erklären. Das ist gestapelte Würfel. Ja, das ist wie so, ich würde fast sagen wie ein Quadrat, aber es fehlt halt ein Teil. Also, oder es sind ganz viele kleine Quadrate in verschiedenen Farben, so irgendwie zusammengetackert. Und das kommt auch in, also es gibt 3 oder 4 Musikvideos zu dem Album, die jetzt immer so wochenweise erschienen waren bis zur Veröffentlichung von dem Album. Und da konnte man das auch immer sehen. Oder in diesem Video zu Impossible Tightrope, übrigens Tightrope, ja, 10-Minuten-Stück oder fast 11-Minuten-Stück, fast instrumental als Single auszukoppeln, finde ich auch ganz cool, mit was eigentlich am Computer erstellt wurde, aber nicht so generisch wie von Dream Theater da irgendwie rüberkommt. Das kann man sich mal angucken. Fand ich ganz witzig eigentlich. Ja, das war halt so, das kommt halt in jedem Video irgendwie vor. Das hat er sich auch irgendwie bauen lassen in verschiedenen Formationen und das kommt dann immer drin vor. Ja, Stephen Wilson, also wer jetzt erstmal mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist der Mann, mehr oder weniger, der hinter Porcupine Tree steht, der Sänger, Gitarrist, Hauptsongwriter. Also er hat quasi damals Porcupine Tree erfunden und irgendwann konnte er live spielen und da hat er sich halt eine Band dazu gesucht, so war das damals. Das wurde dann halt auch dann zwar eine richtige Band quasi, ne, aber das meiste ging halt von ihm aus. Und das war halt so, er mag das ja nicht so gern, so sich kategorisieren zu lassen. Aber war halt schon so im Prog angesiedelt. Und das Album ist jetzt hier nicht direkt Prog. Es gibt zwar hier und da mal Anleihen davon. Okay. Das ist hier, ich glaube, das muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, Staircase, das letzte Lied, das ist schon recht proggig. Das macht schon viel Spaß. Ansonsten ist es auch so teilweise ein bisschen ambient, ja, wo halt nicht so viel passiert. Also er hat das im Lockdown oder in der Corona-Zeit irgendwie erstmal alleine zu Hause geschrieben und aufgenommen und hat dann sich nach und nach dann noch andere Musiker irgendwie ich weiß nicht, ob die bei ihm waren oder ob die das auch so... Dabei auch, oder? Naja, ich habe das gar nicht so genau... Die sonst auch bei Porcupine Tree spielen. Nee, nicht bei Porcupine Tree, aber er hat hier, was weiß ich, so ein Craig Brundle zum Beispiel am oder hier Pat Mastelotto an Drums, ja, von der bei King Crimson schon gespielt hat. Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch nicht so genau drüber geguckt. Adam Holtzman ist immer bei seinen Live- oder bei seinen Studioalben dabei auf der am Keyboard. Guy Brett. Am Bass ist mal mit dabei. Hier Craig Blundell, hatte ich schon gesagt, der auch aktuell mit Steve Hackett tourt. Ja, wer ist Rotem Wilson? Seine Frau? Das Tochter? Weiß, das Sohn? Das weiß ich jetzt nicht genau. Schwiegermodell? Dann gibt es auch wieder einen Song mit Ninette Tayeb. Da sind schon die letzten 3, 4 Alben meistens war ein Song mit ihr zusammen drauf, die singt. Das ist gerade aktuell eine israelische Künstlerin. Gab es tatsächlich auch so einen kleinen Kommentar dann von ihm auf Social Media zu der aktuellen Lage, sage ich mal so. Und das ist immer, die macht eigentlich so Punk, Rock, Pop, ja. Und ich habe mal ein Video mal von ihr angeguckt, irgendwie, das hat mir jetzt nicht so zugesagt. Aber wenn sie bei Stephen Wilson singt, das finde ich immer, das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Ja. Und ansonsten hat er verschiedene Genres quasi so bedient, beziehungsweise es klingt halt immer nach Stephen Wilson auch. Also man wenn man ihn kennt, dann kommt einem das schon immer irgendwie
Also das meine ich jetzt gar nicht negativ, das ist halt so seine Trademarks, die sind da immer mit drin. Aber ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt nach meiner Meinung fragst, es ist jetzt, das letzte Album war ja schon recht poppig und so 80er Jahre Elektro angehaucht, ne? Hier ist mal ein bisschen mehr durcheinander, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich jetzt irgendwie so von den Socken haut, genau. Vielleicht, wenn man es echt, keine Ahnung, 50, 100 Mal gehört hat, dass es dann wirklich so reingeht und dass man dann die geilen Sachen entdeckt. Also Mike Portnoy hat geschrieben, er findet es genial, das Album. Es sind halt so Sachen drin, wo so Drumcomputer-Beats drauf sind, ja, die halt total nervig sind, ne? Wie gesagt, die werden dann auch teilweise, geht es dann in richtiges Drumming über, ne? Aber wo du halt so denkst, gut, er will jetzt nicht so 0815-Beat bauen, aber den er macht, der geht halt dir einfach auf den Keks. Der ist so aufgeregt und sowas, ne? Ja, aber kommen wir mal rein. Also, da sind ein paar nette Sachen drauf. Übrigens, bei The Petal Show war er, ne, mit einem Gitarristen, den ich vorher gar nicht kannte, der einen Großteil der Soli hier drauf gespielt hat. Okay. Ne? Das ist auch ganz interessant, so knapp eine Stunde lang. Ja, ich weiß, er war eine Zeit lang, hat er ja mal TC Electronics, das G-System gespielt, ja. Und dann hat er mal... Aber er hat jetzt, glaube ich, schon länger an Bord vom, was der Daniel von Gigrick, also von Pedal Show, ihm gebaut hat. Ja. Mit vielleicht auch mal hier und da was ausgewechselt, aber ja. Gut, das war The Harmony Codex von Stephen Wilson. Neue Musik. Ja. Im November. Und jetzt kommt was Altes. Unsere Kategorie wieder reingehört. Genau, und da haben wir jetzt dieses Album. Da Gonz hält die CD in die Kamera. Sheryl Crow Tuesday Night Music Club. Genau, das ist das, wie ich jetzt erfahren habe, nicht das Debütalbum von Sheryl Crow, aber es ist das Debütalbum von Sheryl Crow. Also wir hatten ein Debütalbum damals aufgenommen, das wurde nie veröffentlicht. Da gab es wohl irgendwie Probleme mit der Plattenfirma irgendwie. Und dann kam das hier und das wurde dann veröffentlicht. Deswegen ist das das Debüt, aber es gab eigentlich noch eins davor. Genau, das kam raus 1993. Das heißt, das ist jetzt... Wir hatten es ja jetzt letztens... Hat Jubiläum gehabt? Da hatten wir es drin, irgendwie im Sommer, glaube ich, im Juli oder so. 30 Jahre ist her, da hatten wir schon länger drüber erzählt. Da ging es ja auch die Geschichte mit dem Kevin Gilbert und so weiter. Genau, das wollte ich jetzt gleich noch erzählen. Mhm. Du nimmst schon wieder einiges vorweg. Also erstmal so grob... das habe ich damals natürlich auch nicht so... Also ich habe das damals gekauft. Die CD ist von 93 oder 94. Die ist schon so alt. Ich glaube, die erste Single war Run Baby Run oder Leaving Las Vegas. Das floppte alles noch und dann kam halt 94 tatsächlich erst All I Wanna Do raus und das war halt ein Riesenhit damals. Mhm. Ne? Und dann zog der Rest so ein bisschen nach. Und dann war so eine große Nummer. Angefangen... Wenn man da jetzt mal so, das heißt angefangen, weiß nicht, wie sie jetzt direkt angefangen hat, aber in den 80er Jahren, so 87, 88 rum, hat sie ja tatsächlich schon Background Vocals bei Michael Jackson gesungen. Ah, oh, okay. Und da gibt es dann halt auch wieder diesen anderen Punkt, wo das, was du jetzt schon gerade kurz angesprochen hast, der Patrick Leonard, der war Produzent von Madonna zum Beispiel. Und auch dann Michael Jackson, so Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ne? Und hat da die Hit-Alben produziert, wo halt auch Kevin Gilbert teilweise mitgewirkt hat als Studio-Hansel irgendwie so ein bisschen. Ne? So wie Alan Parsons bei Pink Floyd? Ja, nee, ich glaube schon weniger. Also das war jetzt nicht... Er wird zwar erwähnt, aber er war da jetzt keine große Nummer. Ne? Und er wollte ja damals, der Plattenchef hat ihn dann gefragt, von der Plattenfirma, der Chef hier, was kann ich dir denn Gutes tun? Er hat gesagt, ich würde gern ein Album aufnehmen. Ne? Und da wurde dann das Toy Martinet-Album dann 1990, kam das glaube ich ungefähr raus, wo halt, also die Geschichte, die hatte ich hier letztes Jahr schon mal irgendwann erzählt, ganz kurz nur, wo halt auch Guy Brett am Bass gespielt hat von Pink Floyd. Jetzt fällt mir wieder der Name an, wie es letzte Mal nicht. Hier der Studio-Gitarrist da in Los Angeles, der auch einen YouTube-Channel hat. Tim Pierce hat drauf Gitarre gespielt und Kevin Gilbert hat halt gesungen und wahrscheinlich auch noch ein paar Instrumente gespielt. Der Ted Leonard selbst hat Keyboard gespielt und Background Vocals und das war eher ein Flop, muss man sagen. Ne? Und
der Ted Leonard hat eh kein Interesse gehabt, jetzt groß zu touren oder sowas. Und dann hat es der Kevin Gilbert hat eine neue Band zusammengestellt, also die Namen, die ich gerade genannt habe, die waren da live dann nicht mehr mit dabei und hat mehr oder weniger so ein bisschen in Amerika, beziehungsweise wahrscheinlich auch mehr nur so in Kalifornien, LA-based, ne, getourt. Und da war dann halt auch die Keyboarderin war und Background-Sängerin war die Sheryl Crow. Und das war halt dann auch seine Freundin damals. Mhm. Und so aus dem Rahmen ist dann halt dieser Tuesday Night Music Club entstanden. Ne? Das, die haben sich dann halt immer dienstags getroffen und haben Songs geschrieben. Mhm. Ne? Und da war auch der Produzent dabei, der Name ist mir jetzt aber habe ich vergessen, steht ja wahrscheinlich hier drin, der dieses Toy Martinet-Album produziert hat. Also, was ist das für ein blödes Cover hier? Also das Buch ist total... Gut, vergessen wir das. Also Namen habe ich jetzt gerade nicht parat. Und also das waren 5, 6, 7 Musiker oder sowas. Ne? Und die haben da Musik geschrieben und daraus ist dann halt dieses Album hier entstanden von Sheryl Crow. Und aber da, die haben sich dann verkracht, die Sheryl und der Kevin Gilbert. Unter anderem sagt man zum Beispiel, da wurde sie gefragt, Leaving Las Vegas, wäre das irgendwie, hat sie das wirklich erlebt? Und sie hat gesagt, ja, und das stimmt aber gar nicht. Und so, ne? Und naja, keine Ahnung, was da jetzt noch so vorgefallen ist. Auf jeden Fall trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil ich bin ja großer Kevin Gilbert-Fan, ja. Der dabei ist. Tolles Album, was ich finde auch sehr abwechslungsreich ist. Ja. Und gerade hier der erste Song, Run Baby Run, den habe ich jetzt die letzten Tage ständig als Ohrwurm auch so gehabt. Allein die erste Zeile, finde ich, geht so, bleibt bei mir ständig hängen. Aber auch sowas, das ist so ganz witzig, wenn man jetzt hier mal so auf YouTube Music geht hier, da stehen ja dann immer die Wiedergaben, ne? Wie viele Streams die Songs haben. Ne? Und dann ist natürlich hier All I Wanna Do mit 20 Millionen ist dann halt ganz vorne. Und dann kommt Strong Enough mit 11 Millionen als zweites. Okay. Ja, genau. Und dann hast du aber hier zum Beispiel Solidify mit 165.000. Das ist, glaube ich, sogar das wenigste. Ne? So wenig hat sonst keiner. Das ist einer der geilsten Songs auf dem Album. Das ist so ein bisschen funky. Ja. Und also da hat man dann nochmal verschiedene Sachen mit drin. Ein Song, der war auch so, der hat teilweise so ein bisschen jazzig angehaucht gewesen und hat dann aber wieder eine andere Richtung ist dann wieder eingegangen und das finde ich, das ist auch, da auch so typisch Kevin Gilbert eigentlich gewesen, ne? Der da auch sehr abwechslungsreich war und ja eigentlich auch Prog-Hörer war, ne? Wo wir das wieder also ich finde, es mir hat das viel Spaß gemacht, wieder in das Album reinzuhören. Ja. Ich finde das ein tolles Album. Ich weiß, du hast es dir ja dann auch auf dem Flohmarkt irgendwie oder genau, ich hab's Secondhand gekauft. Secondhand, ne? Für 1 Euro gekauft. Hast du denn mal reingehört? Ich habe es 2-mal komplett durchgehört. Ja. Und ja, ich sag mal, ich war jetzt so mäßig begeistert. Ich fand auch jetzt All I Wanna Do, den Song kannte ich natürlich, ich kannte auch Run Baby Run. Fand ich jetzt nie so den richtigen Megasong. Es war so in der Disco ganz witzig, aber irgendwie so zu Hause. Und was mir aufgefallen ist bei allen Songs, gerade wenn sie jetzt ein bisschen länger waren, auch gleich bei Run Baby Run, dass die Refrains am Ende ungefähr 1 Million Mal hintereinander kommen. Immer so mal eine catchy Zeile, aber dann halt irgendwie bis zum, ich will jetzt nicht sagen bis zum Erbrechen, aber sehr viele Wiederholungen. Also klar, dadurch spült sich's natürlich auch ins Ohr, aber... Aber meistens, also ich kann es jetzt, darauf habe ich jetzt nicht so geachtet, muss ich ehrlich sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch gewisse Variationen gibt, was dich vielleicht jetzt eher nervt, weil es dir dann vielleicht insgesamt nicht so sehr gefallen hat. Ja, oder so. Also das mag sein. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt so ein Negativpunkt ist, wenn es einem gefällt, dass das nochmal negativ auffällt. Also ich mag das eigentlich ganz gern. Wie gesagt, dann variiert man das vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen und die Songs sind ja jetzt auch nicht super lang irgendwie. Ne? Ich meine, gut, das Run Baby Run geht fast 5 Minuten, aber das ist halt jetzt auch keine 10 Minuten. Stimmt, auffallend, ja. Ja. Also mich hat das jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das ist so Singer-Songwriter-Musik, genau. Und sowas. Und das ist so, da werden halt Geschichten erzählt. Ja, und das ist aber das wollte ich noch sagen, das gab es halt dann in den 90er Jahren ganz viel. Das war ja sogar, was ich vorhin gesagt habe, dieses Toy Martinet, das ging ja auch schon,
Das wurde ja teilweise gesagt, das hat das schon so ein bisschen vorweggenommen, weil das ja so Ende 80er, Anfang 90er rauskam, ne? Und in den 90er Jahren gab es das ja ganz viel. Und mir gefällt das ja. Also ich mache das ja ganz gern. Das ist mir damals nie so aufgefallen, wo ich in den 90ern so live dabei war, ne? Aber hier hat mir letztens auch schon mal kurz angesprochen, Counting Crows zum Beispiel, ja. Und so, das würde ich mir heute wieder zurückwünschen, wenn es sowas in den Charts gäbe, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, ja. Mir hat das gefallen. Also ich fand das. Für nächsten Monat suche ich wieder was aus. Ja, okay. Ich weiß auch schon was. So, dann haben wir jetzt noch die Albumjubiläen, ne? Ja. Gut, dann gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen schneller. Wie lange sind wir denn schon dabei jetzt? Ja, ich habe doch gesagt, das wird heute eine lange Folge. Das wird eine lange Nacht. Ja. Na ja, gut. So, ich habe mir das mal rausgesucht. Einfach nur, damit wir hier mal vielleicht ein bisschen mitreden können. Ja. Vor 60 Jahren, holla die Waldfee. The Beatles, holla die Waldfee. Das hat man ja auch nicht jeden Tag, ne? So, wie heißt es? With the Beatles. With the Beatles. Das ist, glaube ich, so ein Cover, was auch ganz oft schon gecovert wurde. Also das Cover wurde schon oft nachgestellt. Zum Beispiel die Land of Confusion Single Maxi haben die auch das Cover nachgemacht. Dieses schwarz-weiße mit so einem weißen Rand oben steht so With the Beatles Stereo sogar. War schon in Stereo. Von 1963. Ja gut, klar. Vor 60 Jahren war 63. Was ist da Bekanntes drauf? All My Loving eigentlich nur. Also ja, sie haben da noch Sachen gecovert. Also da ist irgendwie Rollover Beethoven oder sowas drauf. Da waren nicht nur eigene Stücke drauf. Aber man merkt mal, dass die Platte war von 63. Die Beatles hatten so ihren ersten Hit so 62 ungefähr. Ja. Dass die Beatles sehr viel Musik geschrieben haben und leider auch nicht alles Gold war, was glänzte. Wenn man jetzt so das rote Album, das blaue Album hört und so ein Hit jagt den anderen, denkt so, boah, die haben ja wahrscheinlich nur gute Songs gemacht. Ja. Ich glaube, das war nicht so. Aber ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, das musst du vielleicht, wenn du damals dabei gewesen warst, ja, und warst jung und dir hat sowas gefallen, da war das natürlich 1963. Ja, da hast du das ganz anders wahrgenommen. Wie mit Sicherheit, da gab es ja auch viel, viel mehr. Das gab es ja, deswegen, das war ja neu damals so. Genau. Und immer wenn ich die Jubiläen raussuche, dann sieht man so 60 Jahre, wie wenig Alben da pro Monat noch rauskamen damals, so verglichen mit, also wenn ich dann die 20-jährigen Jubiläen raussuche, da blätter ich schon ein bisschen länger. Ja. Das Witzige ist hier, das sind insgesamt 14 Stücke und hier oben steht 33 Minuten. Ja. Also da gehen teilweise die Stücke nicht mal 2 Minuten lang. Ja. Genau, wenn du jetzt mal das rote Album nimmst von den Beatles, ist ja eine Doppel-CD, aber jede davon ist auch nur ein paar 30 Minuten. Ja. Das hätte auch auf eine gepasst, aber natürlich haben sie es als Doppel-CD gemacht, weil es auch eine Doppelschallplatte im Original war. Ja. So, vor 50 Jahren Billy Joel, Piano Man. Mit dem berühmten Lied Piano Man. Ja. Genau, ist auch schon 50 Jahre her. Das ist schon ganz schön lange. Und der macht auch immer noch Musik, glaube ich. Ja, der, das habe ich schon gehört, der verkauft die erste Reihe von seinen Konzerten nicht, die Plätze, weil er nicht will, dass da irgendwelche reichen Schnösels sind, die halt die Musik nicht interessiert. Ja, und dann können sich halt Fans dann da vorne hinsetzen einfach oder irgendwie so. Genau, er schickt seine Leute rum, die Leute von hinten holen nach vorne. Coole Aktion. So, vor 40 Jahren. 1983. Da haben wir schon drüber gesprochen. Unsere Folge 3, Yes. 20125 mit Owner of the Lonely Heart als mega Superhit. Wer 80er Jahre mag und Trevor Horn als Produzent und irgendwelche komischen Geräusche in den Liedern mag. Ja. Und Trevor Rabin an der Gitarre. Der hat ja auch ein neues Album rausgebracht. Ich habe sogar mal durchgehört, aber nur so nebenbei. Aber davon mal abgesehen, auf jeden Fall anhören oder unseren Podcast. Da waren wir noch ganz frisch, Folge 3. Da saßen wir nicht mal im gleichen Raum zum Aufnehmen. Und ich weiß, ich war sehr aufgeregt, wie ich da, weil ich wusste, als Yes-Fan bin ich der, der am meisten reden muss. Das war noch neu für mich. So, dann. Auch vor 40 Jahren. Eurythmics. Das Album hieß Touch. Und der berühmte Song darauf war Here Comes the Rain Again, was ein cooler Song ist. Ja, sehr geil. Also Eurythmics waren eh geil, haben wir auch schon live gesehen, ne? Oder? Ja, da war es am Ring. Ja, zu zweit nur, also nicht so im Bandkontext. Ich weiß noch, mit Drumcomputer hat er immer drauf gedrückt, an, aus und so. Ja. Und Akustikgitarre. Aber der Lambada war nicht drin. Ja. Dann Steve Hackett, ne? Ex-Genesis.
Ja, der ist auch fast jeden Monat bei Jubiläen irgendwo dabei. Und ich hätte ja heute auch als neue CD die neue Steve Hackett. Ich habe sie hier auch. Ich zeige sie gerade in die Kamera live. Aber ich habe es tatsächlich noch nicht angehört, nicht angeguckt. Ist auch Blu-ray dabei. Machen wir nächsten Monat. Ja. Bay of Kings, ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, das war sein erstes Akustikalbum. Der spielt ja auch klassische Gitarre. Kenne ich nicht. Klassische Gitarre interessiert mich ja nicht. Vor 30 Jahren gab es von Guns N' Roses damals neue Musik. Nach dem Überalbum Use Your Illusion haben sie nachgelegt. Und was haben sie gemacht? The Spaghetti Incident. Nur Coverversion. Wir haben auch schon in unserer Folge wieder reingehört, über Guns N' Roses drüber gesprochen, aber nicht viel, weil sie nicht so toll ist. Genau. Ein paar Lieder sind ganz witzig da drauf. Hatten sie zum Teil vorher auch schon mal live gespielt. Ja. Sind halt eigentlich Punk-Klassiker, die sie da genommen haben. Also, Attitude. Attitude. Down on the Farm fand ich immer cool. Attitude hat, glaube ich, der Duff gesungen, der aktuell auf Tour ist. Ja, genau. Ja, das haben die auch live gespielt. So, und dann kam auch vor 30 Jahren Phil Collins, Both Sides. Das ist jetzt hier die die neue Remaster-Version von vor 4, 5 Jahren, die ich hier in die Kamera zeige, wo er schon alt aussieht. Das war ja der Witz damals. Both Sides ist ein besonderes Album, weil er das allein aufgenommen hat. Er hat da keine Studiomusiker dabei gehabt. Jedes verdammte Instrument hat er selbst gespielt. Und das hört man auch. Er finde das ein tolles Album, weil das halt sehr persönlich wohl ist. Aus musikalischer Sicht, als Fan meiner Meinung nach, ist es schon nicht so doll. Also da sind auch tolle Songs drauf, aber irgendwie, ich bin halt 80er Jahre Collins irgendwie. Also der erste Song, Both Sides of the Story, war auch damals die erste Single. Das ist ein richtig geiler Song, also da kann man nichts gegen sagen. Was witzig ist, ist We Fly So Close, das ist auch, da hat er auch mal eine nette Gitarrenmelodie gespielt irgendwie so. Aber da hat er halt, finde ich, so angefangen, auch so richtig belanglose Songs zu schreiben, und aufzunehmen und selbst als hier so Everyday oder sowas als Single rauszubringen, ne? Also weiß ich nicht, das ist jetzt... Aber die Tour damals dazu war geil, war ich auch da? Die war cool, da hat er coole Setlisten gehabt. Also, oder eine coole Setliste gehabt. Ja. So, dann vor 25 Jahren. The Offspring, Americana. Pretty fly for a white guy. So, okay. Das war so Fun-Punk. Ja. Ganz spaßig. Dann? Im gleichen Jahr, Alanis Morissette, Supposed Former Infatuation Junkie. Bei mir steht das als zweite CD. War das zweite Album dann von ihr? Ich denke schon, ne? Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Also Thank You. Thank You, genau. Ansonsten... Ja. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich hab Wir haben sie auch mal live gesehen, ne? Bei Rock am Ring. Ja, sie spielte selbst auch Gitarre ein bisschen. Ich war auch in der Festhalle mal bei ihr auf dem Konzert. Da war ich nicht. Siehst du? Ja. Grüße an die Heike, die es jetzt nicht hört, aber mit ihr war ich damals da. Die war ein Riesenfan. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Aber war bestimmt cool. Also ich mochte damals Alanis Morissette. Wir haben ja letztens auch schon mal über das erste Album gesprochen. Ausführlicher. Und auch vor 25 Jahren. Ja. The Gathering, How to Measure a Planet. Du müsstest die CD haben. Ich habe die CD, aber ich glaube, ich habe die im Keller. Ich habe sie gesucht. Die habe ich, glaube ich, im Keller, weil die... wir hatten... Das war das Nachfolgealbum von Nighttime Birds. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, wieder reingehört. Und das war nicht so gut. Das war so ein Doppelalbum und das war nicht so gut. Ja. Also die Musik ist halt sehr langatmig gewesen, auch schon auf der Nighttime Birds ein bisschen. Aber die Annike van Giersbergen, die Sängerin, die ist natürlich schon cool. Und die hat ja auch dann Solo-Konzerte gegeben, viele Jahre später, wo sie sich entweder selbst auf der Gitarre oder auf dem Klavier begleitet hat, so nach bester Roger Hodgson-Manier. Ja. Okay. Und war auch Backing-Sängerin bei Devin Townsend zum Beispiel. Ach, okay, cool. Ja, dann vor 20 Jahren, so, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis heute, ne? Ja. Witzigerweise, konnten wir ja auch nicht vorhersehen. Dream Theater, Train of Thought. Ich kann mich noch daran erinnern, du fandst das Album damals nicht so toll. Das ist halt sehr, also die haben damals mal so ein richtig hartes Album gemacht. Die haben sich schon manchmal so Themen vorgenommen und da haben sich halt gedacht, da knüppeln wir mal richtig rein. Ja, aber wobei ich sagen muss, das ist an mir auch im Laufe der Zeiten schon gewachsen, weil... Das ist auch, ich weiß auch, ich hatte es damals als MP3 im Auto dann, damals noch als MP3-CD, weißt du? Und deswegen habe ich das öfter gehört, wenn ich an die Arbeit gefahren bin und wieder heim und sonst wohin gefahren bin. Und ich bin ja auch eher nicht so der
harte Sachen höre, aber hier sind schon geile. Also ich meine, S.I.M. ist heute noch ein Live-Klassiker, ne? Ja. Dann, ich kann es nicht lesen, weil das so klein und The Dying Soul, ja, Endless Sacrifice. Das sind alles coole Songs, ja. Was heißt Honor das? Honor Thy Father? Ah, das, ja. Vakant, das war so eine Ballade, genau. Ja. Stream of Consciousness. Das, das war dieses Instrumentalstück. Das war doch damals diese Sache, da haben sie gesagt, so pass mal auf. Haben so ein Leadsheet praktisch vorab rausgegeben, genau, mit den Tonarten und den Time Signatures und Tempi. Genau. Und dann sollten die Fans halt eigene Songs. Und da haben zig Leute, ich meine, das muss man erstmal machen, wenn du in so einem Song, keine Ahnung, 50 mal irgendwie einen Taktwechsel und einen, wie sagt man, einen Timewechsel, Tempowechsel drin hast, ne? Und dann halt auch so Moods hat er, glaube ich, auch noch dazu gegeben, ne? Das ist jetzt ein bisschen ruhiger oder hier geht's jetzt richtig ab oder so, ne? Und dann haben sie dann auch, keine Ahnung, 10 Songs oder so. Ich glaube, die konntest du damals downloaden irgendwie. Ich glaube, ja. Und sie haben die dann zum Teil, haben die nicht dann sogar in den Pausen gespielt oder vor dem Konzert oder sowas? Ja, und das war ganz witzig, genau. Und das Original ist aber auch geil. Das ist eine Instrumentalnummer, wie gesagt. Und dann In the Name of God ist der Abschlusssong. Also das ist schon. Aber ich kann mich noch dran erinnern, live war das dann schon, das war dann auch, da hat der John Petrucci arg gefrickelt hier drauf. Und da war also jetzt nicht kein großartig melodisches Spiel drauf. Das ging mir schon tierisch auf den Keks. Ja. Aber zu der Tour wurde doch damals die Banzai Blu-ray, also DVD und dann Blu-ray live rausgebracht. Das ist also eine der besten von Dream Theater, muss man sagen. Ja. Diese Banzai live. Wo Petrucci kurze Haare hatte. Ja, ja, genau. Ja. Die haben dann damals, glaube ich, fast alle kurze Haare dann mal gehabt zu der Zeit. So, und dann war noch P.O.D. Payable on Death. Also quasi ein Self-Titled-Album. Das war aber nicht das Debütalbum. Und der Gitarrist war raus, der vorher hatte. Also vorher gab es diese Platte Satellite, wo diese Youth of the Nation Satellite, diese bekannten Hits drauf waren. Auf der Platte war dann der Gitarrist weg. Die hatten einen anderen Gitarristen. War dann auch nicht mehr so toll. Aber was cool war, das war aber im Ursprung gar nicht auf dem Album drauf. Sleeping Awake war eine Single, die sie gemacht haben für den Matrix 2 Soundtrack, glaube ich. Das ist ein cooler Song und den haben sie dann auf die Platte noch draufgepackt und damit hat die Platte wenigstens einen Hit. Ist jetzt schon 20 Jahre her. Der Gitarrist ist dann später wieder zurückgekommen übrigens. Okay. Und die Band gibt es immer noch. Das war's für heute. Die nächste Folge, du fährst jetzt in Urlaub? Ja. Und die nächste Folge haben wir schon aufgenommen. Das ist, da geht's um dein, da stellen wir deine Gitarre vor, ausführlich. Jo. Deine neue, Hapas. Sludge. Ich denke, Judge. Judge 627. vielleicht schon mal ganz kurz vorab. Ich habe nur mal ganz kurz reingehört. Es kann sein, dass das Mikrofon, das, also wir haben ja auch Soundbeispiele gemacht hier an meinem Amp hier, ne, den Boss Nexstone. Das vielleicht ein ganz kleines bisschen zu viel Gain am nicht am Amp, sondern hier am Interface war. Das heißt, wir haben so ein bisschen Clipping. Ja, ich glaube, das hört man nicht so wirklich. Es klingt dann halt ein bisschen spitzer vielleicht hier und da, als es sein sollte. Jetzt müssen wir vielleicht einen Disclaimer vorneweg. Ja, deswegen sage ich es jetzt halt auch schon mal. Ich habe es mir aber noch nicht in Ruhe angehört. Ich muss mir das dann da im Nachgang, dann, wenn du im Urlaub bist, dann muss ich es ja eh schneiden und hast, was weiß ich, was ich da so machen muss. Und dann gucken wir mal. Weil wir da auch neue Technik verwendet haben hier, deswegen, ja. Gut, so viel aber dazu. Aber das dazu und dann machen wir jetzt Feierabend, weil ich habe erstens Hunger und zweitens haben wir jetzt, wir gucken mal, wie lange ging das denn jetzt hier? Ewig. Wo steht's denn? 1:30. Ne? Das ist ja easy. Unter der magischen 100 Minuten. Wir waren ja heute später dran als sonst, aber auch früher dran als sonst. Das passiert ja auch nicht immer. Ne? Also wir, normal treffen wir uns um 5. Heute kamst du erst irgendwie so um 30 oder um 15 vor. Ne? Ja. Aber wir sind am Dienstag und nicht am Mittwoch. Ja. Aber das ist für euch ja wurscht. Ja. Aber merkt ihr gar nicht. Untenrum kriegt man gar nichts mit. Nee. Gut, so, dann bis nächstes Mal. Happy Halloween, sage ich dann. Happy Halloween. Tschö. Mit Ö. Ho, ho, ho. Wie geht's? Cut. Genau. Achso, warte. Dann müssen wir hier noch drauf drücken.